Ist so, ist so. Thank you.
1, 2, 1, 2. Herzlich willkommen zu unserem Fachsymposium zum Referentenentwurf des Landesjagdgesetzes hier im Krongut Bornstedt, zu unserem Landesjägertag, den wir hier zum vierten Mal durchführen. Ich freue mich, dass unsere Einladung so zahlreiche Besucher gefunden hat. Herzlich willkommen, Minister Vogel. Herzlich willkommen auch an die Bundestagsabgeordneten und Landtagsabgeordneten, für die wir diese Veranstaltung ja durchführen, damit wir nach der langen Diskussion im Vorfeld, mittlerweile liegen über 70 Stellungnahmen zum Referentenentwurf vor, hier fachlichen Input liefern können, der sehr unterstützt wird. Und da ein herzliches Dankeschön an meine Kollegen aus den Ländern, die Präsidenten der unterschiedlichsten Landesjagdverbände sind heute hier vertreten und allen voran natürlich Volker Böning
Volker, dir ein ganz herzliches Dankeschön, dass du uns hier begleitest mit deiner Mannschaft. Ein herzliches Dankeschön insbesondere an die Geschäftsstelle des Deutschen Yachtverbandes, die die Veranstaltung live streamen, damit wir das Fachsymposium dann eben auch in die Breite tragen können. Denn wir alle wissen, dass was hier in Brandenburg gerade diskutiert wird, ist nur der Anfang der Diskussion. Wir wissen, dass am Montag zur Agrarministerkonferenz ähnliche Vorschläge zur Abstimmung stehen. Insofern sind wir sehr gut vorbereitet auf das, was hier passiert. Und deshalb freue ich mich ganz besonders unter Moderation von Andreas Kinser auf Ralf Müller-Schallenberg, Professor Sven Herzog, Daniel Hoffmann und Frank Schneider, die uns aus den unterschiedlichsten Themenbereichen eine fachliche Einschätzung zum Referentenentwurf geben werden. Und ich hoffe sehr, dass das, was an fachlichem Input hier heute geliefert wird, dann auch bei der Politik Gehör findet und umgesetzt wird. Herr Minister, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Wellershoff, sehr geehrter Herr Dr. Böning, liebe Landtags- und Bundestagsabgeordnete als Gesetzgeber, die am Ende, jedenfalls was das Land betrifft, im Landtag über ein neues Landesjagdgesetz zu entscheiden haben werden. Bundesjagdgesetz wissen wir nicht, ob es wieder angepasst wird. Es hat ja verschiedene Legislaturperioden erfolglose Versuche gegeben, es zu novellieren. Meine sehr geehrten Jägerinnen und Jäger, liebe Anwesende, es ist ja auch Landesjägertag und ich darf Ihnen auch die Grüße des Ministerpräsidenten Dietmar Woidke übermitteln, der als aktiver Jäger und Jagdscheininhaber gerne auch selber teilgenommen hätte, aber heute verhindert ist und mich gebeten hat, Ihnen diese Grüße zu übermitteln. Wir haben ja in Brandenburg 20.000 Jäger, von denen 15.000 auch Jagdscheininhaber in Brandenburg sind, also einen brandenburgischen Jagdschein haben. Und ich kann Ihnen sagen, wir setzen in unserer Jägerschaft auf Naturverjüngung, wie wir es auch im Wald tun. Wir haben ein Interesse daran, dass Jagd Freude macht, und wir haben ein Interesse daran, dass wir einen erleichterten Zugang aller Jagdscheininhaberinnen und Jagdscheininhaber zur Jagd haben. Dass wir ihnen das im Landeswald bieten, dass wir ihnen aber auch einen erleichterten Zugang in Eigenjagdrevieren bzw. in den Jagdgenossenschaften bieten wollen. Und um das an der Landesjagd festzumachen, wir haben im Jahr 950 Begehungsscheine. Wir haben die Pflicht für alle Jagdreviere, Landesjagdreviere im Jahr 2 Gesellschaftsjagden durchzuführen, an denen sich 1.500 Jägerinnen und Jäger pro Jahr beteiligen. Und wir haben 700 Jagdausübungsberechtigte in unserer Landesforst, die auch nebenberuflich bzw. in ihrer Freizeit zur Jagd gehen. Jäger sollen Freude an der Jagd haben, aber wenn wir uns die letzten beiden Jahre angucken, insbesondere in Ostbrandenburg, glaube ich, ist vielen diese Freude nicht gerade zugefallen. Wir hatten ASP, wir haben Kernzonen immer noch, wir haben Pufferzonen, wir haben weiße Zonen, wir haben die Pflicht und die Aufgabe, eine vollständige Entnahme des Schwarzwildes in Teilen dieser Bereiche durchzuführen. Und diese Jagd richtet sich nicht nach dem Jagdgesetz, sondern nach dem Seuchengesetz. Wir haben Fangjagd inzwischen in 150 Saufängen. Und ich kann mir vorstellen, dass es keine große Freude bereitet, hier aktiv tätig zu werden und ganze Rotten mit einem Schlag aus der Natur zu entnehmen und dann anschließend zu entsorgen. Das ist nicht das Ziel der Jagd, sondern wir brauchen angepasste Jagdwildbestände. Und selbstverständlich müssen wir dafür sorgen, dass die ASP gestoppt wird. Wir haben es geschafft, im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Und wir hoffen, dass wir die ASP dauerhaft unter Kontrolle bekommen. Vielen Dank jedenfalls an alle Jägerinnen und Jäger, die sich hier dran mit beteiligt haben. Und das waren nicht nur die Revierrechtsinhaber. Heute ist aber das bundesweite Fachsymposium für ein Landesjagdgesetz. Und das ist nur auf den ersten Blick überraschend, ja, Herr Dr. Wellershoff, weil in der Tat, seitdem das Jagdrecht 2005 im Wesentlichen durch Abweichungsgesetzgebung auf die Länder übergegangen ist,
ist natürlich jede Änderung eines Landesjagdgesetzes gleichzeitig der Vorbote dessen, was andere Länder vielleicht aufgreifen oder was möglicherweise irgendwann in ferner Zukunft vielleicht auch der Bund aufgreifen wird. Insofern verstehe ich dieses Interesse. Aber dass der Bund 2005 das Jagdrecht als Abweichungsgesetz ausgestaltet hat, außer bei den Jagdscheinen, wo ich sagen muss, gerade das hätte er uns sofort geben sollen, weil die Schwierigkeiten, die wir jetzt bei der Vergabe der Jagdscheine in diesem Jahr hatten, und wir hoffen, sie im nächsten Jahr durch eine Änderung des Bundesjagdgesetzes lösen zu können, das hätten wir gerne auch in eigener Zuständigkeit gehabt. Diese Zuständigkeit haben wir nicht. Und wir können natürlich auch die Tatsache, dass der Bund die Zuständigkeit auf die Länder übergehen hat lassen, auch als eine Flucht des Bundes aus der Verantwortung begreifen, für ein zeitgemäßes Jagdrecht zu sorgen. Dass ein modernes Wildtiermanagement sicherstellt, das Wald und Wild in Einklang bringt, das dem Tierschutz, der inzwischen im Grundgesetz verankert ist, auch Rechnung trägt und das auch den EU-Artenschutz angemessen berücksichtigt, das alte Zöpfe abschneidet und insbesondere das Problem der nicht angepassten Wildtierbestände löst. Allerdings, es klappt nicht. Obwohl immer wieder Anläufe unternommen wurden, der letzte scheiterte praktisch in den letzten Wochen der letzten Legislaturperiode, nachdem der Gesetzentwurf schon durch den Bundesrat, übrigens auch mit vielen Änderungswünschen der Bundesländer versehen, durchgegangen war, scheiterte 2021. Die neue Koalitionsvereinbarung sieht ein neues Jagdgesetz nicht vor, sieht keine Novellierung vor. Dennoch, und Herr Wellershoff hat es angesprochen, die Probleme drängen und die Länder werden sich, die Agrarminister der Länder werden sich am Montag mit einem entsprechenden Antrag beschäftigen. Nun ist das Problem nicht angepasster Wildbestände ja nicht neu. Das spielte im Westen schon am 1971, also vor 50 Jahren, eine Rolle, als Horst Stern mit seinem Film Bemerkungen über den Rothirsch erstmals deutlich machte, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen baumartenarmen, naturwidrigen Holzfabriken, so nannte er das, und unzureichendem Nahrungsangebot für Wildtiere, was in Einklang gebracht werden muss. Er sprach über die Überbewertung der Trophäen als Spätfolge der konservativen Jagd, übrigens natürlich nicht nur der konservativen Jagd, wie man sich das vielleicht so vorstellte im Westen, sondern es war ja auch eine konservative Jagd, die hier in der DDR zu dem damaligen Zeitpunkt stattgefunden hat. Die Staatsjagdgebiete sprechen hier eine beredte Sprache. Und das, was im Westen war, diese Holzäcker, Holzfabriken, das hatten wir im Osten natürlich genauso. Die Schorfheide möchte ich nur erwähnen, Sie kennen das alle, Kiefern, Landreitgras, vielleicht noch eine spätblühende Traubenkirsche und das war es dann schon und Sie konnten hunderte von Metern zwischen den Bäumen durchsehen. Ein Waldbild, das wir nicht mehr haben wollen und das wir uns auch nicht mehr leisten können. Seit 2005 also nun die Zuständigkeit der Länder und ja, die Länder versuchen natürlich, und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen und da stehen wir ja auch in der Diskussion, aus einer Jojo-Gesetzgebung, nennen wir es mal so, herauszukommen. Dass wir in eine Situation kommen, wo wir ein Jagdgesetz gestalten und dann anschließend ändert der Bund das Bundesjagdgesetz, was er bisher aber nicht gemacht hat. Und dann haben die Länder ein halbes Jahr Zeit, ihr Gesetz wieder anzupassen bzw. zu organisieren, dass sie ihre vorherigen Positionen auch weiter halten können. Deswegen gibt es eben die Diskussion über Vollgesetze wie Baden-Württemberg, die versuchen sich durch eine entsprechende Gestaltung ihres Jagdgesetzes vollständig von solchen Änderungen des Bundesgesetzgebers zu befreien. Aber diese Gefahr von Jojo-Gesetzen besteht auch unabhängig von der Frage, ob ich ein Vollgesetz in dieser Form habe oder nicht. Bestes Beispiel dafür Nordrhein-Westfalen, wo unter Rot-Grün ein Jagdgesetz verabschiedet wurde, so 2015, unter Schwarz-Gelb, das zurückgenommen wurde und wieder der vorherige Zustand hergestellt wurde. Und ich denke, ab Sonntag steht das Jagdgesetz in Nordrhein-Westfalen wieder auf der Tagesordnung. Aber genau das wollen wir in Brandenburg nicht. Wir haben in Brandenburg die große Chance, weil wir eben ein rot-schwarz-grün regiertes Land sind, ein Land, wo praktisch alle drei Parteien, die auch im Bundesrat jede für sich eine Sperrminorität haben,
dass wir die Chance haben, ein für Brandenburg angepasstes Jagdgesetz zu erarbeiten und zu verabschieden, das auch auf Jahre trägt. Und weil wir davon ausgehen können, einer von diesen Parteien wird immer in der Brandenburger Landesregierung sein, zumindest die nächsten Jahre, soweit wir das überschauen können, wird es dann auch keine Änderung und soll es dann auch keine Änderung mehr geben. Wir wollen ein stabiles Jagdgesetz, was also trägt. Aber das wird nur der Fall sein, wenn es kein Placebo-Gesetz ist, sondern wenn tatsächlich Änderungen greifen. Und deswegen wird politisch darüber entschieden werden, ob es ein Vollgesetz werden wird oder ein Gesetz, was weiter den Änderungen des Bundes anheimgestellt ist. Nun ist ja angesprochen worden, Änderungen des Jagdgesetzes auf Länderebene werden breit diskutiert, haben Folgen. Und Brandenburg hat schon mal Vorreiter gespielt, das hat immer wieder Vorreiter gespielt. Wir waren das erste Land, das die Abschusspläne für Rehwild abgeschafft hat. Damals wurde schon fast der Weltuntergang unter den Jägern vorausgesagt. Inzwischen sind 6 Länder nachgezogen. Wir waren Vorreiter bei der bleifreien Munition, zunächst im Landeswald. Inzwischen ist die Diskussion bundesweit geführt. Wir haben die Bockjagdzeit verlängert, wir haben Schonzeiten für Fuchsfällen eingeführt, wir haben beispielsweise den Eichelhäher aus der Nutzung rausgenommen, der in Bayern beispielsweise immer noch gejagt wird. Und wir haben jetzt auch Problemlösungen für überjagende Hunde im Bundesrecht im Bundesrat eingebracht, wurde aber dort noch nicht verwirklicht, aber ein Thema, was wir unbedingt in einem Landesjagdgesetz auch regeln müssen. Wir haben unverändert die Riesenherausforderung der Waldverjüngung, die nur als Naturverjüngung funktionieren wird. Dem Wald geht es schlecht, es geht ihm schrecklich schlecht, nach 4 Jahren Dürre in Folge. Wir haben in 1,80 Meter Tiefe knochentrockene Böden und das hinterlässt Spuren. Die Erkundungsdaten zeigen, dass wir in West- und Südbrandenburg drohen, unsere Kiefernwälder vollständig zu verlieren, und zwar innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums. Und wir sind dringend darauf angewiesen, dass Naturverjüngung auch funktioniert. Und das heißt, dass der Wildverbiss auch eingegrenzt werden muss. Und die Bundeswaldinventur zeigt nun mal, dass Brandenburg mit an der Spitze beim Wildverbiss ist. 50% der Pflanzen sind geschädigt, der erfassten Pflanzen sind geschädigt. Diejenigen, die nicht mehr im Boden sind, weil sie aufgefressen wurden, sind nicht da. Und Waldumbau mit Zaun, das wird so nicht funktionieren. 4.000 Euro für einen Hektar Wald, das 4.000 Euro für einen Hektar Waldeinzäunung, das ist nicht stemmbar. Und der Zaun, das ist ja auch klar, macht ja nur dann Sinn, wenn innerhalb des Zauns sich kein Schalenwild befindet. Wir reden momentan auch über Aufforstungen. Mecklenburg-Vorpommern forstet 750 Hektar im Wald auf. Wir haben Vorgaben des Bundes durch das Klimaschutzgesetz, dass wir in einem größeren Ausmaß, viel größerem Ausmaß in Zukunft aufforsten müssen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Wir haben versucht, den Waldbestand mehr oder weniger konstant zu halten. Aber der Wald wird heute eben auch anders betrachtet unter Klimaschutzgesichtspunkten. Er wird als CO2-Senke betrachtet. Er ist unsere wichtigste CO2-Senke. Und wir werden dahin kommen, dass wir, wenn die Pläne des Bundes tatsächlich umgesetzt werden müssen, mehrere 10.000 Hektar in den nächsten Jahren im Land Brandenburg aufforsten müssen. Und das werden wir nicht mit Zäunen machen können. Und Zäune, ich will keine verdrahtete Landschaft, weil ein Wald, der in Zäunen aufwächst, ist ein Wald ohne Wild. Und das wollen wir nicht. Und jede eingezäunte Fläche geht den Wildtieren verloren und stellt ein Problem dar. Und von daher brauchen wir angepasste Wildbestände, die es ermöglichen, dass der Wald auch ohne Zäunungsmaßnahmen aufwächst. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir Jägerinnen und Jäger haben, die sich mit dieser Aufgabe identifizieren und mit den Waldbesitzern versuchen, auch eine gemeinsame Position zu finden. Und ich möchte sagen, der Wald und das Wohlergehen des Waldes ist im öffentlichen Interesse und ist nicht nur Angelegenheit des Waldeigentümers und ist auch nicht nur Angelegenheit des Jägers und der Jägerin selbstverständlich. Und der Nebeneffekt angepasster Wildbestände ist eben auch, dass wenn das Pfaffenhütchen wiederkommt, dann geht es eben auch dem Reh gut. Und dass zwar vielleicht weniger Rehe in der Fläche sind,
aber am Ende die einzelnen Stücke wesentlich stärker und gesünder. Und dafür gibt es also sehr, sehr gute Beispiele in Brandenburg, nicht nur im Privatwald, sondern auch im öffentlichen Wald. Und diese Lösungsansätze, die werden eben breit diskutiert, die diskutieren Sie ja jetzt auch. Und diese Lösungsansätze finden Sie beispielsweise auch in der Broschüre, die heute ausliegt vom Deutschen Jagdverband. Deutschen Jagdverband, ist das richtig? Ja, e.V. Wo ich ausdrücklich die Seite 49 zur Lektüre empfehle. Wir, um jetzt zum Gesetz auch noch kurz zu kommen, inhaltlich, glaube ich, brauche ich an dieser Stelle nicht sehr viel mehr ausführen. Wir haben das Gesetz breit gestreut, den Gesetzentwurf breit gestreut, in die öffentliche Diskussion gegeben. Es wurde im Jagdbeirat vorgestellt, im Forstausschuss, der sich übrigens sehr positiv dazu verhalten hat. Wir haben es in die Verbändebeteiligung gegeben. Wir haben es in die anderen Ressorts gegeben. Und wir haben natürlich Rückmeldungen bekommen. Wir haben auch Rückmeldungen bekommen, die Angriffe auf einzelne Personen beinhalten. Das muss ich zurückweisen. Wir stehen für jede inhaltliche Diskussion zur Verfügung. Und wir haben auch Beiträge lesen müssen, die davon getrübt waren, dass sie das Gesetz offenkundig nicht richtig gelesen hatten. Ich möchte nur eins sehr deutlich sagen, die Abschaffung der Hegegemeinschaften ist nie in dem Gesetz drin gestanden und wird es auch mit uns nicht geben. Aber Hegegemeinschaften müssen auch dafür sorgen, dass die Waldeigentümer nicht geschädigt werden. Das spielt dann, glaube ich, dann doch eine Rolle in der Diskussion. Und wir haben sehr gute Vorschläge erhalten, insgesamt 74 eingegangene Stellungnahmen. Und ganz besonders hervorheben möchte ich die Stellungnahme des Waldbesitzerverbandes, die also umfassend Vorschläge erarbeitet haben, wie wir Waldbesitzer und Jägerinnen und Jäger besser zueinander bringen und wie wir den Waldbesitzern mehr Einfluss auf die jagdliche Nutzung zum Schutz ihres Eigentums erreichen können. Das enge Zusammenwirken auf Revierebene ist erforderlich, ist ganz klar. Aber das Entscheidende ist tatsächlich der Einfluss oder die Erleichterung des Zugangs von Waldbesitzern, die auch Jäger sind. Wir reden, wenn wir über Jagdrecht reden, nie über Waldbesitzer, die ohne Jagdschein jagen. Das kann ja auch gar nicht sein. Sondern es geht darum, einen erleichterten Zugang zu Begehungsscheinen. Und das gilt natürlich dann für alle zu erreichen. Und das ist ein Vorschlag, den wir gerne aufgreifen werden. Und dieser Vorschlag ermöglicht es uns auch, von einem früheren Vorschlag Eigenjagdbezirke in Größe von 10 Hektar vollständig abzurücken. Das Thema ist damit also erledigt. Die Jagdgenossenschaften sollen in der bisherigen Größe erhalten bleiben. Die Eigenjagdbezirke dem bundesdeutschen Norm, der bundesdeutschen Norm von 75 Hektar angepasst werden. Sie wissen, dass wir in Brandenburg bisher 150 Hektar als Norm, 75 Hektar als Ausnahme im Gesetz stehen haben. De facto waren die 75 Hektar aber inzwischen in Brandenburg auch Norm geworden, weil wir auch Gerichtsurteile hatten, mit denen unsere Jagdbehörden dazu verpflichtet worden waren, die 75 Hektar zu genehmigen. Von daher brauchen wir da kein Ausnahmeverfahren, es ist dann einfach die Regel. Aktueller Stand, wir sind jetzt in einem ganz normalen Gesetzgebungsverfahren, das wird auch die Landtagsabgeordneten interessieren. Wir werten die eingegangenen Stellungnahmen aus. Der nächste Gesetzentwurf wird kein Gesetzentwurf oder Referentenentwurf, wie immer Sie das nennen möchten, des Agrarministeriums sein. Der nächste Entwurf ist ein Gesetzentwurf der gesamten Landesregierung, der dann öffentlich auch wieder diskutiert werden wird. Ob es noch einen Zwischenschritt gibt nach der Kabinettsbefassung, vor der Landtagsbefassung, oder ob der Landtag eine breite Diskussion, es gibt ja sowieso immer die Anhörungen, führen wird, wird letztendlich dem Landtag überlassen bleiben, genauso wie das Kabinett entscheiden wird, wie wir die weitere Einbeziehung der Verbände regeln werden. Ich hätte heute ganz gerne und viel lieber, muss ich sagen, an einer Podiumsdiskussion mit Ihnen teilgenommen, weil ich denke, es geht nicht nur darum, Argumente zu hören, sondern auch sich auszutauschen. Ich denke aber, Sie werden auch diese Diskussion in diesem Kreis führen. Mein Problem ist, dass ich heute jetzt gleich anschließend zum ersten Parlament der Dörfer sein muss und auch gerne sein werde, weil die
dörfliche Entwicklung uns als Landesregierung und mir als zuständigen Minister auch am Herzen liegt, genauso wie es mir am Herzen liegt, dass die Jägerinnen und Jäger in Brandenburg Freude an ihrer Tätigkeit haben, und wir werden alles unternehmen, um sie dabei zu unterstützen. Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen heute. Wir beginnen jetzt mit dem inhaltlichen Teil des heutigen Fachsymposiums, und hier wird die Technik gerade noch aufgebaut, sie steht. Mein Name ist Andreas Kinser, vielleicht einmal ganz kurz zu meiner Person. Ich kann tatsächlich heute von mir behaupten, dass ich so ziemlich die komplette Amplitude dessen abdecke, worüber wir heute diskutieren. Ich bin Förster von der Ausbildung, ich bin sehr passionierter Jäger auch, aber vor allen Dingen auch in meinem Normalleben arbeite ich für die Deutsche Wildtierstiftung und war gerne bereit, als der Landesjagdverband mich gefragt hat, heute die Diskussion hier zu moderieren, dies zu übernehmen. Und damit wollen wir dann auch direkt anfangen. Ich darf Ihnen den ersten Redner vorstellen, Ralf Müller-Schallenberg. Ralf Müller-Schallenberg ist Rechtsanwalt aus Nordrhein-Westfalen, sitzt in Leverkusen, deckt verschiedene Rechtsbereiche ab, unter anderem aber auch Jagd- und Waffenrecht. Er ist Vizepräsident des Deutschen Jagdverbandes und war von, jetzt muss ich hier drauf gucken, 2012 bis einschließlich 2021 auch Präsident des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen, des mitgliederstärksten Landesjagdverbandes im DJV. Ralf Müller-Schallenberg wird die Novelle des Landesjagdgesetzes in Brandenburg oder den vorliegenden, bisher vorliegenden Referentenentwurf, wie es dann auch ein Stück weit seiner Natur gemäß ist, natürlich primär aus rechtlicher Sicht bewerten. Lieber Müller-Schallenberg, the floor is yours. Danke sehr. Ja, sehr geehrter Herr Minister Vogel, meine Damen und Herren Landtags- oder Bundestags- und Landtagsabgeordneten, Herr Dr. Lessner, Sie haben, glaube ich, intensiv an diesem Gesetz gearbeitet, wenn ich das richtig sehe. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Und Herr Minister Vogel, vielleicht ganz kurz zu Ihren Worten, aber nur ganz kurz, weil mein Vortrag sowieso schon, ich sage mal, eigentlich müsste man 4-5 Stunden über dieses Gesetz diskutieren und debattieren. Ganz kurz, ich kann sehr gut nachvollziehen, und weil ich es aus eigener Erfahrung weiß, was in Nordrhein-Westfalen gelaufen ist. Ich hatte das große Vergnügen, über Jahre hinweg mit einem grünen Umweltminister zu tun zu haben. Und Sie haben vollkommen recht, Herr Vogel, dass dieses Gesetz nicht, weil es eine neue Landesregierung gab, sondern weil es teilweise völlig unsinnig war, dann zurückgedreht worden ist. Es ist nicht ganz zurückgedreht worden in Nordrhein-Westfalen, sondern nur bezüglich der Punkte, die einfach völlig unsinnig waren. Das, was notwendig und gut war, ist geblieben, damit wir das nur noch mal klargestellt haben. Nur so viel vielleicht direkt dazu, dass angeblich die Jäger ja nicht in der Lage sind, kooperativ mitzuwirken. Natürlich tun wir das. Den Sonntag, den Wahlsonntag, wollen wir abwarten. Ich bin auch gespannt, genauso wie Sie. Und ich bin mir allerdings relativ sicher, dass wir wieder eine Grünenbeteiligung in Nordrhein-Westfalen haben werden. Ich bin mir allerdings auch sicher, dass man dieses Landesjagdgesetz in NRW nicht so schnell wieder anfassen wird, weil dieses Gesetz eine Landesregierung das Regierungsmandat gekostet hat, unter anderem dieses Gesetz. Ich weiß das aus meiner Erfahrung heraus und aus meiner Historie. Ich weiß auch, kenne die Aussage von Herrn Remmel, der nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gesagt hat, hätten wir das gewusst, hätten wir das Gesetz nicht angefasst. Man möge sich das auf der Zunge mal zergehen lassen. Der Eichelherr, Herr Vogel, ist europäisches Recht. Der ist nicht durch Brandenburg rausgenommen worden, sondern weil es europäisches Recht ist. Ja, und ich habe auch mit großer Freude oder mit großem Interesse zur Kenntnis genommen, dass Sie sagen, Sie wollen Tier- und Artenschutz haben. Warum steht das dann nicht mehr im Gesetz, in Ihrem Entwurf? So.
Und letzter Punkt, Herr Vogel, vielleicht noch. Sie wollen keine Zäune haben in Brandenburg. Soweit ich weiß, gibt es hier Tausende von Kilometern oder Hunderte von Kilometern Zäune. Ne? Also irgendwie ist das alles sehr seltsam. Ich komme aber jetzt zum Thema und will zunächst Ihnen mal zur Übersicht geben, was ich ansprechen möchte. Ich hatte gerade schon gesagt, das, was ich hier ansprechen möchte, sind Schwerpunkte aus meiner subjektiven Sicht. Da ist noch lange nicht alles drin, über das man diskutieren muss. Da sind noch andere Dinge, die einfach so nicht hinnehmbar sind. Aber das sind die schlimmsten Punkte, wobei ich jetzt gerade gehört habe, der Punkt 4, Eigenjachtbezirk, 10 Hektar, hätte sich wohl mit 75 Hektar so ein bisschen modifiziert oder erledigt. Das ist ja schon mal ein sehr guter Schritt. Ich möchte kurz eine Einleitung geben. Ich möchte was zum Vollgesetz und zur Pflicht zum persönlichen Erscheinen bei der Jagdscheinerteilung sagen. Dann möchte ich festhalten, dass die Jagd Nutzungsrecht ist, meine Herren, Damen und Herren Abgeordneten. Nutzungsrecht ist die Jagd und nicht die jetzigen Regelungen, die dort in diesem Entwurf drinstehen. Abschaffung Hege- und Hegegemeinschaften. Ich habe die Hegegemeinschaft nicht gefunden, im Entwurf jedenfalls, in dem der mir vorliegt. Abschaffung zur Regelung zur Jagdverpachtung und Jagderlaubnisscheinen. Eine absolute Katastrophe, eine absolute Katastrophe. Sachliche Verbote beunruhigen von Wild, auch da will ich nur auf Schwerpunkte eingehen. Grundsätzliche Abschaffung der Abschussplanung, komplette Abschaffung des Jagdschutzes, Jagd- und Wildschadenersatz, auch da, Sie werden sehen, wenn Sie sowas regeln, wie das hier im Entwurf steht, werden Sie ein Chaos ohne Ende bekommen. Ich führe etwa 50 bis 100 Wildschadensprozesse pro Jahr als Anwalt, als Fachanwalt für Arbeit, für Jagd und Waffenrecht. Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir diese Regelungen nicht mehr haben, wird es eine Katastrophe geben. Ich erläutere Ihnen das gleich noch. Dann die Abschaffung der Jagdbeiräte bei den unteren Jagdbehörden und der Landesvereinigung der Jäger. Ganz klar, was stört, muss weg. Ja, ganz klar, was stört, muss weg. Aber auch hier bei der Abschaffung der Landesvereinigung der Jäger, das hat noch nicht mal Herr Remmel gemacht. Der hat nur gesagt, da müssen doch ein paar andere dazu. Der Ökologische Jagdverband ist auch gekommen, ist auch geblieben und ist auch in Ordnung. Aber Abschaffung der Landesvereinigung der Jäger, mein lieber Mann, das ist ein ganz schöner Hammer. Und dann zu den Schlussbemerkungen. So, meine Damen und Herren, ich komme nun zum Thema, zum ersten Punkt Einleitung und darf da noch mal sagen, ich habe sowohl als Jagdjurist als auch als Jagdpraktiker, ich jage selbst seit 42 Jahren, so etwas wie diesen Entwurf noch nicht erlebt. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Und ich kann Ihnen sagen, dass dagegen war Düsseldorf, ökologisches Jagdgesetz NRW von 2015, noch eine Kleinigkeit. Das ist Düsseldorf hoch 10 von 2015. Das ist, meine Damen und Herren, ein radikaler Angriff auf das bewährte Jagdsystem mit bundesweiter Ausstrahlung. Und darum stehen wir auch alle hier. So, alleiniges Ziel ist die Tötung von Schadenwild um jeden Preis, also reine Forstlastigkeit. Niederwild kommt bei Ihnen gar nicht mehr vor. Tötung von Schadenwild um jeden Preis. Und dann noch unter der Prämisse, dass das Schadenwild hier viel zu stark vorkommt und das natürlich, wir werden es nachher noch hören, auch nicht korrekt ist. Professor Dr. Dietlein, Ihnen allen bekannt als Fachjurist im Bereich Jagdrecht, hat am 24.03.2022, also jetzt im März, ein Gutachten erstellt zu ihrem Entwurf. Dort steht inhaltlich drin, erstens praxisuntauglich, in sich widersprüchlich, teilweise verfassungswidrig und bietet ein gravierendes Ausmaß an Unkenntnis. Mehr ist eigentlich nicht zu sagen, wobei ich noch hinzufügen möchte, und Tierschutz- und Artenschutzwidrig und zudem völlig kontraproduktiv. Ich komme auf die Punkte gleich hin. Ich weiß ja, was Sie wollen. Sie wollen eine starke Reduzierung des Schadenwilds, aber mit dem, was da geregelt ist, kriegen Sie das nicht hin. Das will ich Ihnen gleich aufzeigen. So, wegen der Zeit von vielleicht 20, 30 Minuten beschränke ich mich auf die Schwerpunkte. So, Vollgesetz, Pflicht zum persönlichen Erscheinen bei der Jagdscheinerteilung. Zunächst einmal
widerspricht das dem Koalitionsvertrag, denn im Koalitionsvertrag steht drin, eine Novelle des bestehenden Gesetzes und nicht Vollgesetz. Eine Novelle. Eine Novelle ist was anderes als ein Vollgesetz. Dann kommt als nächster Punkt, bitte halten Sie sich zurück mit Applaus, sonst kommen wir zeitlich nämlich nicht durch. Als nächster Punkt kommt, ist ein Vollgesetz denn überhaupt verfassungsgemäß? Jetzt werden Sie mir sagen, ja mein Gott, Rheinland-Pfalz hat seit 2010 ein Vollgesetz. Andere Länder, Baden-Württemberg, haben Vollgesetze. Diese Vollgesetze sind hingenommen worden, ohne auf diesen Punkt sich zu kaprizieren. Sie haben völlig zu Recht angesprochen, Föderalismusreform, übrigens 2006, nicht 2005, Artikel 72 Absatz 3 Nummer 1 und 125a Grundgesetz, dort ist diese Thematik dann geregelt worden. Die Länder dürfen seit der Föderalismusreform 2006 zwar bis auf das Recht der Jagdscheine vom BJG abweichen, haben aber keine Kompetenz zum Erlass mit dem BJG übereinstimmenden landesjagdgesetzlichen Regelungen. Dies ist jedenfalls hochstreitig. Also, Bundesjagdgesetz abschreiben in ein Landesjagdgesetz bei einzelnen Paragraphen halte ich schlichtweg für verfassungswidrig. Das müsste man und würde man auch mal vielleicht in diesem Zusammenhang gerne geklärt haben. Zudem ist die Gesetzgebungskompetenz nicht allein entscheidend. Etwaige Eingriffe in das Jagdrecht und Jagdausübungsrecht als eigentumsähnliche Rechte müssen sich, und da werden wir nachher noch drauf kommen, stets an Artikel 14 Grundgesetz messen lassen. Das ist einhellige Literatur- und Rechtsprechungsmeinung. Zum Unterpunkt persönliches Erscheinen bei der Jagdscheinerteilung. Da kann ich Ihnen nur sagen, die Pflicht zum persönlichen Erscheinen bei der Jagdscheinerteilung, im Waffenrecht ist das ja aufgenommen worden mit der persönlichen Erscheinung, gehört zum Recht der Jagdscheine, ist damit abweichungsfest und dementsprechend ist auch diese Regelung schlicht verfassungswidrig. Ich komme zur Nutzung, Jagd ist Nutzungsrecht. Und hier haben Sie festgehalten, § 3 Absatz 3 des Entwurfs, die Jagdausübung ist kein Selbstzweck. Die Jagdausübung ist kein Selbstzweck. Aber Jagd und Jagdausübung sind Eigentums- und Nutzungsrechte und haben eben nicht nur dienende Funktionen, so aber ihre Regelung in § 6 Absatz 1 des Entwurfs. Sie ist so schlicht verfassungswidrig. So auch Professor Brenner schon 2014, auch ein Jagdrechtler, hat dieses auch schon 2014 herausgearbeitet. Der Eigentümer muss sich nicht für sein ihm zustehendes Nutzungsrecht rechtfertigen. Denn das steht aber in Ihrem Entwurf so drin. So, die weiter gucken. Die radikale Reduzierung des Katalogs der bejagbaren Arten ist ebenfalls schlichtweg verfassungswidrig. Auch hierzu Professor Brenner 2014 und der Hessische Staatsgerichtshof 2020. Milderes Mittel sind Schonzeiten, niemals die Herausnahme aus dem Katalog. Sie haben den Niederwildbereich nahezu komplett gestrichen. Komplett, alles raus. Nein, nein, ganz klare Rechtsprechung. Man kann dieses eigentumsgeschützte Recht nicht einfach durch Streichung herausnehmen, sondern dann muss man sich über die Schonzeiten unterhalten, über längere oder kürzere Schonzeiten, aber nicht durch Herausnahme aus dem Katalog. Dann sollen im Übrigen sollen die Jagdzeiten ohne die früher geltende Anhörung des Ausschusses veränderbar sein. Auch wunderbar. Da gab es zumindest mal, wie es in vielen Landesjagdgesetzen steht, wenn man dort etwas ändern will, gab es eben nicht nur das Ministerium, das von sich aus alleine entscheidet, sondern man musste noch in den Ausschuss. Ich weiß, Herr Vogel, das ist hinderlich. Und deshalb haben sie es gestrichen. Ganz einfach. Ja? So, Niederwild existiert im Entwurf nahezu nicht mehr, ist allerdings schlüssig, da dieser Entwurf ein reiner Forstpartieentwurf ist. Das Wildaneignungsrecht eines Stadtjägers, § 12 Absatz 2 des Entwurfs, widerspricht dem Eigentums- und Nutzungsrecht des Grundstückseigentümers und ist damit schlichtweg verfassungswidrig. Auch das Aneignungsrecht des Schützen bei Wechsel von beschossenem Wild über die Reviergrenze, Nachsuche 23 Absatz 5 Entwurf, ist schlichtweg verfassungswidrig. Hier wird fremdes Jagdausübungsrecht gebrochen.
Das Erlegung so einer Aneignungsrecht des Eigentümers von Wild im Zaun, das hatten Sie ja angesprochen, wir wollen kein Wild im Zaun. Ja, wo kommen wir denn da hin? Wenn irgendeiner in dem Zaun in fremdes Jagdausübungsrecht eingreift und auch dies stellt nicht nur schon einen Verstoß gegen das Waffenrecht dar, sondern das ist natürlich auch ein Verstoß gegen verfassungsrechtliche Grundsätze. Jetzt wird es aber noch spannender. Entschädigungslose Aneignung, Aneignungspflicht des Jagdausübungsberechtigten für verendetes Schalenwild, § 1 Absatz 4 des Entwurfs, ist eine rechtswidrige öffentliche rechtliche Indienstnahme. Auch das hat Professor Dietlein in seinem Gutachten klar und deutlich ausgewiesen. Folge ist, es liegt ein Verstoß gegen Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz vor, auch schlichtweg verfassungswidrig. Also Herr Vogel, Herr Dr. Lessner, so einfach geht das nicht. So einfach funktioniert das nicht. Sie können nicht das gesamte Jagdsystem einfach auf den Kopf stellen, weil es für den Forst so einfacher ist. Es wird so nicht funktionieren. Es fehlt jegliche Entschädigungsregelung für Eingriffe in das Jagdrecht bzw. Jagdausübungsrecht. Das ist ein gesetzliches No-Go, dass sowas fehlt. Das ist sogar unter Remmel im Gesetz damals aufgenommen worden. Ich zitiere, auch heute noch drin in NRW, § 21 Absatz 3 Landesjagdgesetz NRW, führen jagdliche Beschränkungen des Eigentums, denn da hat man erkannt, dass das tatsächlich zum Eigentum gehört, des Eigentums, die sich aufgrund von Vorschriften dieses Gesetzes oder Rechtsvorschriften, die aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung, der nicht durch andere Maßnahmen, insbesondere durch die Gewährung einer Ausnahme oder Befreiung abgegolten werden kann, ist eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Da dies fehlt, auch hier schlichtweg verfassungswidrig. Ich komme zum nächsten Punkt, Eigenjagdbezirk ab 10 Hektar. Sie haben mir meinen Vortrag natürlich ein bisschen mit den 75 Hektar kaputt gemacht, aber ich muss Ihnen eins sagen, ich werde es trotzdem erwähnen. Mit Ihren 10 Hektar. Schade, Herr Vogel, schade, sehr schade, weil, ja, ich weiß, aber sehr schade, aber Herr Dr. Lessner hört noch zu. Ja, schon in der 1948er Revolution waren Mindestgrößen von Jagdflächen vorgeschrieben, mindestens 75 Hektar für den Eigenjagdbezirk. Diese 75 Hektar hat sich seit 1934 als nachhaltig im Sinne der Hegevorschriften erwiesen. Eigentlich ist aber auch diese Fläche noch zu klein. Nun, ich gebe Ihnen recht, in anderen Bundesländern funktioniert es mit den 75. Wenn Sie dort auf die 75 Hektar jetzt zurückgehen von 150, dann kann man darüber mit Sicherheit diskutieren. Die Zersplitterung der Jagdausübung, das war der Punkt, die Zersplitterung der Jagdausübung unter gleichzeitiger Beibehaltung öffentlich-rechtlicher Jagdgenossenschaften ist widersprüchlich und wäre in der Größenfestlegung von 10 Hektar damit willkürlich und rechtswidrig. Die Folgen einer solchen Regelung sind massiver Konflikt- und Störungspotenzial für die Akteure vor Ort, effektive Bejagung wird massiv infrage gestellt und ist damit völlig kontraproduktiv, denn gerade eine effektive Bejagung wollen Sie doch. Ich verstehe es nicht. Der Jagdwilderei wird Vorschub geleistet, keine Erkennbarkeit von Grenzen mehr. Sicherheitsinteressen bei der Jagdausübung werden nur noch völlig unzureichend berücksichtigt. Die Verpachtbarkeit von Revieren wird massiv erschwert, beziehungsweise unmöglich gemacht, da eine ständige Veränderung möglich ist. Hierzu komme ich nachher nochmal beim Jagdpachtvertrag. Folge ist ein gigantischer Wertverlust der Jagdgenossenschaften, ein Nullwert beziehungsweise sogar ein sogar negativer Wert bei, und das haben Sie ja beibehalten, bei Beibehaltung der gesetzlichen Wildschadensersatzpflicht der Jagdgenossenschaften. Klammer auf, wen sollen die eigentlich noch finden, wo sie sowas überbürden sollen, auf welchen Pächter? Die sogenannten Handtuchsgrundflächen verbinden auch, weil Sie das aus Ihrem Entwurf raus haben, § 6 Absatz 3 des Entwurfs, Zusammenschlussmöglichkeit von Eigentümern sogar bei Flächen unter 10 Hektar ab einem Quadratmeter. Schließen Sie sich alle zusammen und Sie werden irgendwann ganz große Eigenjagdbesitzer mit 10 Hektar.
Abrundungen, Angliederungen zur Grenzverbesserung gibt es nicht mehr. Völlig weg aus dem Gesetz. Vermehrte Fälle der Wildfolge treten auf, weil sie nicht mehr wissen, wo sie sich bewegen. Im eigenen Revier, im Nachbarrevier. Man sieht das in der Örtlichkeit nicht. Weitere Folge, es wird dazu hinführen, und das, Herr Dr. Lessner, muss ich Ihnen ganz klar sagen, ist ja das Ziel. Ausrottung von Wild. Das ist das Ziel. Möglichst viele Jäger und Jagdberechtigte auf einer möglichst kleinen Fläche, damit auch jeder möglichst alles schön totschießt. Das war, auch ist schon 1948 erkannt worden, war damals aber wohl erwünscht, war aber ist jedenfalls heute unvereinbar mit dem Tier- und Artenschutz. Die Zurückdrängung des Jagdgenossenschaftsprinzips, dies ist nur noch Auffangbecken. Das Jagdgenossenschaftsprinzip ist aus meiner Sicht mit diesem Entwurf nur noch ein Auffangbecken. Und der Bundesgerichtshof hat im Jahre 2005 schon festgehalten, Zersplitterung des Jagdrechts kann die Jagdausübung empfindlich behindern. Ja, ich weiß, vielen Dank. Verfassungswidrig, ich habe noch 10 Minuten. Verfassungswidrige Verkürzungen der Mitwirkungs- und Mitentscheidungsrechte der Grundeigentümer innerhalb einer Jagdgenossenschaft. Ja, also unverhältnismäßig und schlichtweg verfassungswidrig. Dann lasse ich das mit der Abschaffung Hegegemeinschaften, Weitgerechtigkeit, das lasse ich jetzt mal weg. Dann komme ich aber zum ganz wichtigen Punkt, Abschaffung der Regelungen zur Jagdverpachtung und zu Jagderlaubnisscheinen. Alles zur Jagdverpachtung und zu Jagderlaubnisscheinen ist weg aus Ihrem Entwurf. Gibt es nicht mehr in Brandenburg oder soll es nicht mehr geben. Was gilt? Es gilt das bürgerliche Gesetzbuch, Miet- und Pachtrecht des bürgerlichen Gesetzbuches. Bedauerlicherweise gibt es aber im bürgerlichen Gesetzbuch zu folgenden Themen keine Regelung. Ich zitiere, Teilverpachtung wird unzulässig. Detailbezirke sind in beliebiger Größe verpachtbar. Die Verpachtung über 1000 Hektar ist möglich. Kein Schriftformerfordernis mehr für Jagdpachtverträge. Mündliche Jagdpachtverträge, na toll, welche Beweisfunktion. Keine Pachtdauer mehr vorgeschrieben. Am besten verpachtbar auf ein Jahr und wenn der Pächter zu wenig schießt, kann man den rausschmeißen. Herr Dr. Lessner, das kann nicht Ihr Ernst sein. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Die Pacht ist nicht mehr an das Jagdjahr gebunden. Eine Pachtfähigkeit beginnt sofort nach der Jägerprüfung. Sofort. Sie sind sofort pachtfähig. Ohne jegliche Erfahrung. Keine gesetzliche Regelung der Erbfolge. Keine Höchstzahl mehr von Pächtern. Es erfolgt keine Vertragsprüfung mehr durch die untere Jagdbehörde. Keiner Löschen des Vertrages, wenn dem Jagdpächter der Jagdschein entzogen wird. Unzuverlässigkeit. Alles egal. Sie können weiter in dem Revier jagen. Die Kündigung eines Mitpächters ist nicht mehr möglich. Die Regelung des § 14 ist gestrichen, kein Schutz mehr von laufenden Jagdpachtverträgen. Bei Flächenverkauf sofortiges Ausscheiden. Grundsatz Kauf bricht Miete gilt nicht für die Jagdpacht. Ja, und dann kommt noch, ganz wichtig, keine Übergangsregelung im Gesetz für noch laufende Jagdpachtverträge. Ihr neues Gesetz kommt und der Pächter eines Vertrages, der einen Pachtvertrag hat, von 8 Jahren oder von 5 oder 10 Jahren, der hat dann Pech gehabt, Ende, der muss dann aufhören. Ja, lieber Gott, das ist schlichtweg verfassungswidrig. Haben Sie sich darüber mal Gedanken gemacht? Verfassungswidrig, Schutz laufender Verträge. Jagderlaubnisse, meine Damen und Herren, sollen nur noch mündlich, sind auch mündlich zulässig, mündliche Vereinbarung reicht aus, keine Kontrolle mehr durch die Polizei, keine Anzeige mehr an unsere Jagdbehörde. Jagderlaubnis ist auch auf Dritte übertragbar und Kündigungsfristen. Und da muss ich Ihnen sagen, Herr Dr. Lessner, wer soll da überhaupt noch ein Revier pachten? Ich würde hier unter diesen Bedingungen kein Revier mehr pachten. Und dann freut sich die Jagdgenossenschaft, weil sie an den Wildschäden, die ja zweifellos entstehen, dann hängen bleibt und niemanden mehr hat, dem sie diese überbürden kann in einem Vertrag. So, ich raffe jetzt zusammen nochmal sachliche Verbote, damit Sie das nur nochmal hören, meine Damen und Herren. Die Verwendung von Halbautomaten mit großen Magazinen ist zulässig. Auch wieder Obersatz, alles totschießen, totschießen, alles zulässig. Die Lappjagd wird zulässig, sie ist nämlich nicht mehr verboten in Ihrem Entwurf. Die Nachtjagd auch auf gefangenes Wild ist zulässig. Kein Verbot mehr der unbeabsichtigten Hetzjagd auf Wild, schlichtweg tierschutzwidrig.
Kein Verbot mehr, wild unbefugt an seinem Zuflucht, Nist oder Boot oder Wohnstätten aufzusuchen. Schlichtweg tierschutzwidrig. Und jetzt komme ich zum Thema grundsätzliche Abschaffung der Abschusspläne. Auch hier nochmal vielleicht nur Kernsätze. Ich muss immer weiter scrollen. Lassen Sie mir noch 5 Minuten, bitte. Ich weiß, aber ich reg mich sonst tierisch auf. Ja? Ja? So, ganz klar, Selbstschutz, genau, danke. Abschaffung der Abschuss, grundsätzliche Abschaffung der Abschussplanung. Wald vor Wild durch die Einschätzung der unteren Forstbehörde, was ausreichend ist. Wir werden es nachher noch hören, es fehlen aber Unterregelungen, was ist mit einem Verbissgutachten. Der Rückbau des genossenschaftlichen Prinzips führt nicht zur Stärkung, sondern zur Schwächung von Eigentümerrechten. So schlicht verfassungswidrig. Die gezielte Aushöhlung des jagdlichen Nutzungsrechts, verfassungswidrig, verstößt gegen Artikel 14 Grundgesetz und gegen die Berner Konvention. Wald vor Wild ist bereits jetzt herrschende Rechtsprechung bei der Abschussplanung. Und ich darf hier ganz kurz nur Herrn Professor Dietlein aus seinem Gutachten zitieren. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, wo nochmal drin steht, die These der Entwurfsbegründung, wonach das tradierte Jagdrechtssystem einseitig auf die Nutzung hoher Wildbestände ausgerichtet ist, nicht dagegen auf die Sicherstellung standortgemessener Wilddichten, ist schlichtweg unzutreffend und höchstrichterlich in unzähligen Entscheidungen schon entschieden. Und zwar mit der Maxime Abschussplanung Wald vor Wild, Bundesverwaltungsgericht 95, Bundesgerichtshof 84, Bayerischer VGH 2018. Und dann gibt es sogar noch eine Entscheidung, dass das OVG Niedersachsen sagt, spricht sogar von einer Amtspflicht der Behörden zum Schutz des Waldes vor Wildschäden, aus deren Verletzungen gegebenenfalls Amtshaftungsansprüche der Waldbesitzer begründet werden können. Das, was Sie da wollen, ist schon alles längst ausgegoren in der Rechtsprechung. Und deshalb dieser Hinweis. Die Abschussplanung, und das ist die Kernaussage zu dem Thema, ist keine Abschussverhinderung, sondern sie dient gerade dem Schutz der Waldbesitzer, Bundesgerichtshof 1988 und Bundesverwaltungsgericht 1995. Abschussplanung dient dem Schutz der Waldbesitzer. Die wollen sie einfach abschaffen. So, das Revierprinzip ist kein Problem für die Wildbestandsregulierung. Die komplette Abschaffung des Jagdschutzes, dazu gehört dann, ich scroll noch mal weiter, dazu gehört die Problematik wegen Nachsuche- und Wegerechtsregelungen muss der Jagdausübungsberechtigte jederzeit damit rechnen, dass zur Jagd ausgerüstet fremde Personen in seinem Jagdbezirk auftauchen. Diese haben aber keine Legitimationspflicht mehr, denn es gibt ja keine schriftliche Jagderlaubnis. Es gibt ja nichts mehr. Der JAB dem JAB stehen keine Anhalte- und Feststellungsrechte mehr zu. Kein Schutz des Wildes mehr vor Wilderern. Keine Sorge mehr für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes, Tierschutz und der Jagd erlassenen Vorschriften. Folge, weitere, nunmehr alleinige Behördenbelastung. Auch die Abschaffung des bestätigten Schweißhundeführers gehört hierzu und ist aus meiner Sicht tierschutzwidrig. Das komplette Verbot von Fütterung und Kirrung, Herr Dr. Lessner. Keine Fütterung mehr auch in Notzeiten. Aus meiner Sicht verfassungs- und vor allen Dingen tierschutzwidrig. 20a Grundgesetz. Keine, das hatte Herr Minister vorhin angesprochen, keine Kirrung mehr zulässig. Trotz ASP, ASP in Brandenburg, nicht mehr kirren, meine Damen und Herren. Und das aufgrund der, trotz der Tatsache, dass 50% des Schwarzwildabschusses an der Kirrung erfolgt, auch hier in Brandenburg. Die Abschaffung ist der völlig verkehrte Weg. Es bedarf einer sauberen Regelung, unter welchen Voraussetzungen es zulässig ist. Aber die Kirrung abzuschaffen, ist völliger Quatsch. Die Abschaffung von Jagd- und Wildschadenersatz. Herr Dr. Lessner, es gibt keine Schadenersatzhaftung, keine Jagdschadenersatzhaftung mehr. Ist weg aus dem Gesetz. Die gesetzliche Weiterhaftung für Wildschäden bleibt bei Restjagdgenossenschaften bestehen. Das ist eine enorme Haftungsfalle für Jagdgenossenschaften. Die komplette Abschaffung des Wildschadensvorverfahrens ist ein Problem der Kosten für die Bewirtschafter. Schauen Sie mal, da muss jeder, der jetzt einen Wildschaden geltend machen will, weil es kein Vorverfahren mehr gibt, der geht zu dem Jagdpächter hin oder zur Genossenschaft und sagt, ich bekomme von dir 300 Euro Wildschaden. Dann sagt der Pächter oder die Genossenschaft, nein, bezahle ich nicht. Was muss der machen? Der muss ein Beweissicherungsverfahren einleiten.
der muss ein gerichtliches Klageverfahren einleiten. 90% aller Wildschadensprozesse werden im Wildschadensvorverfahren geregelt in Deutschland. Ja, NRW hatte mal überlegt, es abzuschaffen. Baden-Württemberg hat, glaube ich, ein Wildschadensvorverfahren leid. Herr Dr. Lessner, die Abschaffung des Vorverfahrens ist völliger Humbug. Das führt genau zum Gegenteil von dem, was Sie damit erreichen wollen. So, Abschaffung der Jagdbeiräte und der Landesvereinigung der Jäger. Beratungsresistenz habe ich hier stehen, Fragezeichen, Störfaktor. So, und jetzt komme ich zu meinen Schlussbemerkungen. Habe ich noch 2 Minuten? Ich komme zu den Schlussbemerkungen. Ja, ich scroll hier mal weiter, weil da steht nur eins drauf. Sie sehen, sowas ist sehr schwer zu timen. Ja, ich müsste eigentlich 4 Stunden zu jedem Paragraphen was sagen. So, es gibt folgende Maximen bei diesem Entwurf, meine Damen und Herren. Macht den Wald wild leer und den Acker gleich mit. Das ist die erste Maxime. Der Entwurf, und dabei bleibe ich, ist eine reine Klientelpolitik. Der Entwurf beinhaltet erheblichen juristischen Sprengstoff, erheblichen, insbesondere auch wegen der kumulativen Eigentumseingriffe. Das hat Herr Professor Brenner auch sehr gut rausgearbeitet, der gesagt hat, einzelne Eigentumseingriffe mögen im Einzelpunkt noch zulässig sein, Artikel 14. Aber die Summe der Eingriffe, die Sie hier vornehmen, ist dann in der Kumulation nicht mehr zulässig und damit verfassungswidrig. Der Entwurf ist aus meiner Sicht kein Fortschritt, sondern ein klarer Rückschritt. Mein Rat an die Jagdgenossenschaften und Jagdpächter, erstens, lassen Sie sich bloß nicht mehr in einen Vorstand einer Jagdgenossenschaft wählen. Sie werden Ihres Lebens nicht mehr glücklich. Ich bin selber Vorstand einer Jagdgenossenschaft seit 30 Jahren. Ich kann das bewerten. Lassen Sie das doch die Gemeinde machen. Dann wird kein Vorstand gewählt. Dann möge die Gemeinde als Notvorstand, so steht es im Gesetz, das übernehmen. Da muss zwar was bezahlt werden, aber dann sind Sie die Probleme los. Und dann mögen doch die Gemeinden so viel zur Entlastung der Kommunen, mögen die das doch machen. Die werden Ihnen den Kopf einschlagen, die Gemeinden, Herr Dr. Lessner, wenn das passiert. Pachten Sie keine Reviere mehr an, meine Damen und Herren. Ich würde hier in Brandenburg kein Revier pachten. Unter diesen gesetzlichen Regelungen. So, es bedarf keiner Überarbeitung des Entwurfs, sondern wie hat damals in Nordrhein-Westfalen Karl-Heinz Bosen, der mittlerweile Bundestags-FDP-Abgeordnete, gesagt, dieses Gesetz gehört in die Tonne, einfach in die Mülltonne, weil es so schlecht ist. Das verfassungsrechtlich geschützte Jagd- und Jagdausübungsrecht ist keine Gestaltungsmasse der Politik. Zitat Professor Brenner. Keine Gestaltungsmasse der Politik. Meine Forderung an die Politik, setzen Sie sich mit den Beteiligten zusammen und entwickeln Sie mit den Beteiligten und Betroffenen, die ja für Sie das Wild erlegen sollen, entwickeln Sie mit diesen einen vernünftigen neuen Vorschlag. Und jetzt ganz zum Schluss noch, der Minister hat es angesprochen, die Agrarministerkonferenz, auch hier nochmal, das ist ein Offenbarungseid der Politik. Föderalismusreform 2006, dort ist geregelt worden, alles auf die Länder. Jetzt kriegen es die Länder nicht hin? Ja, dann muss ich aber wieder zum Bund. Dann frage ich jetzt den Bund, da soll der Bund das regeln. Ja, was denn nun? Föderalismus nur, wenn er passt oder Zentralismus, wenn er passt? Auf keinen Fall, das ist alles aus meiner Sicht unvertretbar. Und als letzte Folie, meine Damen und Herren, die kennen Sie alle, das Bild kennen Sie alle. 18.03.2015, 15.000, nicht nur Jäger, Herr Dr. Lessner, sondern Landnutzer, Waldbauernverband, alle mit dabei, übrigens auch hier mit dabei, alle haben sich gewehrt. Und ich sage Ihnen voraus, wenn Sie dieses Gesetz nicht in eine vernünftige Bahn bekommen oder erstmal ganz wegtun, dann wird es massiven Widerstand nicht in Brandenburg nur geben, sondern auch im Bund insgesamt. So kann man nicht miteinander umgehen. Vielen Dank. Dann drücke ich jeden. Lieber Herr Müller-Scheinberg, Sie werden es nicht ahnen, aber Sie sind vorbildlich in der Zeit geblieben. Ja. Also,
Ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir haben ein paar Minuten, 10 Minuten für eine Diskussion, vor allen Dingen aber auch, und darum möchte ich wirklich auch bitten, auch um das Thema, also auch um Sachfragen zu stellen. Ich werde hier keine polemischen Zurufe oder was auch immer zulassen, aber wenn Sie Sachfragen haben oder vielleicht eben auch Erwiderungen, dann wäre jetzt genau die Zeit dafür. Wenn Sie Fragen oder Erwiderungen haben, stehen Sie gerne auf, treten Sie an die Mikros. Es sind Mikros im Gang aufgebaut und die werden für Sie freigeschaltet, wenn Sie dran stehen und auch groß genug sind, um dran zu kommen. Es scheint so, als Sie hätten noch 10 Minuten länger reden dürfen. Hallo, hallo. Ich weiß, aber das war jetzt keine Aufforderung. Also dann ganz herzlichen Dank Ihnen. Hallo. Achso, Entschuldigung, hat... Ah, da hat sich doch, es ist doch jemand, Entschuldigung, dann guten Tag. Gerne nochmal Sie. Guten Tag, mein Name ist Kurt Baranschik, ich komme aus der Gemeinde Wandlitz. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, die Geschichte unserer Hegegemeinschaft aufzuschreiben und bin dann irgendwann dazu gekommen, zu sagen, hallo, wir sind jetzt 25 Jahre unterwegs. Das ist ein Zeitpunkt, wo man denen, die diese 25 Jahre unter Einsatz persönlicher Mittel und von viel Zeit, also mit viel Engagement durchgeführt haben, denen zu danken. Als erstes bin ich zu unserem stellvertretenden Landrat im Barnim gegangen. Holger Lampe kenne ich schon seit vielen Jahren und es kam zu einem vernünftigen Gespräch und der sagte natürlich, Kurt, muss man den Leuten Dank sagen. So, dann bin ich also zum stellvertretenden Landrat von Oberhavel gegangen und habe dort das gleiche Gespräch geführt. Und auch der hat eingesehen, dass es sinnvoll ist, den Leuten zu danken. Gut, ich habe also weitergeschrieben und dann kam Corona dazwischen. Inzwischen haben wir es soweit, dass wir 30 Jahre, Ende des Jahres sind es 30 Jahre, dass die ersten Bemühungen zur Bildung unserer Hegegemeinschaft durchgeführt wurden. Zufällig war es der Vater unseres heutigen Geschäftsführers des Landesjagdverbandes, der das gemacht hat. Und der in anerkennenswerter Weise unsere Hegegemeinschaft zu einem sehr stabilen Instrument werden hat lassen. Dafür ihm den Dank von allen. Weiter geht's aber. Wir sind inzwischen so weit, dass wir 30 Jahre bestehen. Wir würden und jetzt, Entschuldigung, wir würden jetzt ungern noch ein Co-Referat haben. Wenn Sie auf den Punkt kommen würden oder Ihre Frage stellen. Meine Bitte, nicht eine Frage, meine Bitte wäre es, dass in Vertretung von unserem flüchtigen Vogel der Herr Dr. Lessner die Gelegenheit ergreift, eine Scharte, eine von den vielen Scharten, die er hinterlassen hat, auszuwetzen, indem er jetzt all den Vertretern, all den Hegegemeinschaften aus Anlass ihres langjährigen Bestehens Dankeschön sagt. Der Entwurf, den der beim üblichen Jäger als Vogelschiss bezeichnet wird. Wir fassen das mitunter sehr kurz und auch knapp. Okay. Naja, die Rede von Herrn Vogel hat mich ebenso wenig begeistert, weder durch Inhalt noch durch Form. So, das war jetzt endlich mein Beitrag. Okay, vielen Dank. Herr Lessner, Sie sind direkt angesprochen. Nein. Okay, also, dann haben wir das. Also, Herr Müller-Schaumberg, nochmal ganz herzlichen Dank Ihnen. Und meine Damen und Herren, damit kommen wir dann zum nächsten Diskussionsbeitrag beziehungsweise zum nächsten Fachvortrag zu Sven Herzog. Ich weiß nicht, wem im Hause ich, ach so, ich soll hier stehen, wurde mir vorhin gesagt. Ich weiß nicht, wem ich im Hause Sven Herzog überhaupt noch vorstellen muss. Sven Herzog ist den allermeisten Jägern in Deutschland bekannt als ausgewiesener Wildbiologe, Professor an der TU in Dresden, in Tharandt. Aber ich habe, muss man auch nicht lange suchen, um eine Vita von Ihnen zu finden, auch mehrere Viten, die sich meistens tatsächlich auch ähneln, also die man im Internet findet. Aber Sie haben Forstwissenschaften studiert, Biologie und Medizin, sind approbierter, oder wie nennt man das, Frauenheilkundler, haben in der Forstgenetik habilitiert, sind Herausgeber des Journals of Forest and Landscape Research und das fand ich ganz passend, Sie sind auch Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Sie sind Experte in der deutschen Delegation des CICs. Sie sind Vorstand und Gründungsmitglied des Instituts für Wildbiologie. Wir lassen es mal dabei. Und Sie sind
ausgewiesener Experte im Bereich der Wildbiologie. Jetzt hat man mir meinen Zettel weggenommen, wo drauf steht, wie genau Ihr Vortragstitel heißt. Den werden Sie aber jetzt gerne auch nochmal selber nennen. Sie dürfen gerne anfangen. Nee, das ist meins. Achso, Sie möchten das haben. Ja. Ja. Ja, lieber Herr Kinser, ganz herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Ich hoffe, mit dem Mikro bin ich auch zu verstehen. Ja, lieber Dirk Wellershoff, lieber Dr. Lessner, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stehe jetzt hier eben als Wildbiologe / auch Jagdwissenschaftler, um einfach mal ein paar Gedanken aus der fachlich-wissenschaftlichen Sicht auf diesen Gesetzentwurf zu werfen. Von dem wir gehört haben, hat sich mittlerweile auch schon durchaus wieder relativiert vieles, aber ich würde trotzdem den einen oder anderen Punkt mal ansprechen wollen. Der Titel etwas provokant, Neoliberalismus trifft Neosozialismus oder welche Absichten verbergen sich in diesem Gesetz? Nun könnten natürlich auch die Kollegen fragen, die auch selber daran mitgewirkt haben. Vielleicht können wir da auch nochmal drüber diskutieren. Ich hoffe, dass wir da auch schon nochmal ins Gespräch kommen. Etwas provokant sicherlich, aber das ist natürlich auch dem Gesetzesentwurf durchaus geschuldet, der ja durchaus auch nicht unprovokant sein sollte, sage ich mal, und der ja durchaus bestimmte Dinge auch aufbrechen sollte. Und deswegen versuche ich da mal so ein bisschen drauf einzugehen. Dieser Entwurf, ich will mal sagen, hat bestimmte fachliche Strategien, erkennt man dahinter und man erkennt gewisse politische Strategien. Die fachlichen Strategien, das ist im Grunde jetzt vom Tisch die Verkleinerung der Managementeinheiten. Das war ja im Grunde ein relativ wichtiger Teil, den wir jetzt erstmal in Klammern setzen müssen. Ein wichtiger Punkt ist auch schon genannt worden, die deutliche Reduktion der jagdbaren Arten im Paragraph 5, auf den würde ich auch nochmal eingehen aus verschiedenen Gründen. Wir haben verschiedene Einschränkungen in der jagdlichen Praxis, die jetzt nicht unbedingt ganz neu sind. Also diese Pflicht zur Bleifreiverwendung zum Beispiel ist so eine Einschränkung, die aus fachlicher Sicht nicht unbedingt definitiv unbedingt die richtige sein muss. Sie wissen vielleicht, in der wissenschaftlichen Szene diskutiert man durchaus die Sinnhaftigkeit von einem Bleifreigebot definitiv. Das Thema Baujagd sind solche Kleinigkeiten, die man aber in der Summe natürlich auch mal beachten muss. Hier wird durchaus im Grunde jagdliche Methodik eingeschränkt, aber natürlich auch Grundeigentümerrechte eingeschränkt, wenn wir so wollen. Was sehr auffallend ist in dem Entwurf, ist tatsächlich eine definitive Umdeutung des Begriffes der Jagd. In dem Paragraph 3 Absatz 2 steht das vor allen Dingen drin und darauf würde ich dann auch ganz gerne noch mal ein bisschen eingehen. Das war jetzt mal rein nüchtern fachlich und politisch gesehen, will dieses Gesetz, das sagt es ja auch relativ offen am Anfang, durchaus die Deutungshoheit über das Thema Jagd im Wesentlichen bei forstlichen Institutionen ansiedeln. Das ist in der Einleitung und auch hinterher in der Begründung zu dem Paragraphen ja durchaus, kommt das ja gut durch. Und das ist das, was eben ja auch schon angesprochen war, die Jagd wird damit von einer selbstständigen Form der Landnutzung, also der Urproduktion, zu einem Verfahren, wenn man es mal salopp sagen will, der Schädlingsbekämpfung in Land- und Forstwirtschaft. Wesentliche Nachhaltigkeitskriterien der Jagd, da würde ich gleich auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen, werden aufgehoben, gehen über Bord. Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, gerade in der Zeit, in der Jagd ja durchaus in einer offenen Gesellschaft, in einer urban geprägten Gesellschaft, sehr in der Kritik steht oder auch kritisch gesehen wird, wo Jagd eigentlich die Pflicht hat zu mehr Nachhaltigkeit, verlassen wir diese Nachhaltigkeitsthematik sehr stark. Und dieses Thema Schwächung der Jagdgenossenschaften, da muss man jetzt sehen, wie sich das mit der Nicht-10-Hektar-Regel sozusagen vertragen wird. Dr. Müller-Schallenberg hat das, glaube ich, auch schon angesprochen, das will ich jetzt hier nicht vertiefen. Nochmal zurück den Blick, das hat jetzt auch nochmal ein bisschen mit den 10 Hektar zu tun. Wie gesagt, das ist in anderen Bundesländern, der Geist ist aus der Flasche raus und ich denke, er wird ja auch in anderen Ländern aufgegriffen gerade. Deshalb nochmal, wie ist das denn historisch gesehen, die Bindung des Jagdrechts an das Grundeigentum, das Ende der Feudalzeit, wenn wir so salopp wollen, ist im Grunde in Frankreich 1789 passiert, in Schweden in Deutschland 1848 und in Schweden, da sehen Sie hier gerade den Schweden König Gustav III., der hat 1789 sehr kluge Entscheidungen gefällt, nämlich das Jagdrecht an Grund und Boden gebunden, deshalb ist Schweden heute noch eine blühende Monarchie. Wir haben dort den Übergang von der höfischen Jagd definitiv zur bürgerlichen Jagd gesehen und die Folge war im Grunde eine Katastrophe für die Wildtiere. Es waren in der Zeit nach 1848 in Deutschland flächendeckend das Rotwild ausgerottet. Die heutigen Rotwildgebiete sind eigentlich die Reste davon. Im Grunde davor war es flächendeckend vorhanden. Es war flächendeckend kein Schwarzwild vorhanden, kann man sich kaum vorstellen. Und in Regionen gab es sogar kein Rehwild mehr.
Und daraufhin hat man sehr schnell gesetzliche Regelungen erlassen, die unter anderem eben mit der Mindestgröße von Jagdbezirken und von Jagd- und Schonzeiten und anderen Abschussregelungen zu tun hatten. In Bayern zum Beispiel hat man sogar schon 1850 die berühmten 240 bayerischen Tagwerke oder die berühmten 81,755 Hektar des bayerischen Jagdgesetzes als Mindestgröße eingeführt. Also man merkte damals sehr schnell, so geht es einfach nicht. Diese sehr liberalen Regelungen, jeder Grundeigentümer darf auf seinen Quadratmetern, die er hat, jagen, hat nicht funktioniert. Wenn wir heute mal in andere Länder gehen wie Dänemark, sehen wir ja auch durchaus die Probleme, die damit zusammenhängen. Es ist ja nicht so, dass wir da die Einzigen sind, die darüber nachdenken. Die Aufgabe jagdlicher Nachhaltigkeit, die würde mir als jemand, der es aus der fachlichen Sicht betrachtet, zu denken geben. Wir haben zum Beispiel den Begriff der Waldgerechtigkeit nicht mehr im Gesetzentwurf und wir haben den Begriff der Hege, interessanterweise nur noch im Zusammenhang mit den Hegegemeinschaften, im Kompositum im Gesetzentwurf. Und auch das halte ich für sehr wichtig, wir geben über die Regelung, dass nur noch eine fahrlässige Verfolgung von dem Erlegen von Elterntieren nicht mehr sozusagen strafrechtlich relevant ist, geben wir definitiv den Elterntierschutz auf und damit ein ganz zentrales Thema des Tierschutzes. Warum ist der Begriff der Hege wichtig? Ganz einfach, der Hegebegriff ist, wie gesagt, eines der großen Fundamente unseres Jagdsystems. Er stammt im Grunde von dem forstlichen Klassiker von Georg Ludwig Hartig aus dem Jahr 1811, der damals sagte, die Schonung und Pflege des Wildes jeder Art heißt Wildhege. Also ein uralter Nachhaltigkeitsbegriff, wenn wir so wollen. Und dann kamen die ganzen anderen Dinge, wir kennen das, Ferdinand Rasfeld hat ein Buch darüber geschrieben, die verschiedenen Jagdordnungen haben diesen Hegebegriff weiter verfolgt. Und die Pflicht zur Hege ist heute ein sehr moderner Ansatz eigentlich im Jagdrecht, nämlich die Privatisierung des Artenschutzes im Bereich der Arten, die dem Jagdrecht unterliegen. Also alles, was Naturschutzrecht ist, da ist im Grunde für die Erhaltung letztendlich der Steuerzahler und die Gesellschaft verantwortlich. Für das, was dem Jagdrecht unterliegt, ist der Grundeigentümer. Also ein hochmoderner Ansatz rechtlich gesehen eigentlich und die vor allen Dingen für den Steuerzahler auch letztendlich ohne Kosten verläuft. Und diese Pflicht zur Hege ist eine sehr, sehr wichtige Institution im Jagdrecht. Und sie ist eben auch eine wesentliche Grundlage jagdlicher Nachhaltigkeit. Die jagdliche Nachhaltigkeit, wir nennen das ganz bewusst so in der Anlehnung auch an die Nachhaltigkeitsdefinition von der Brundtland-Definition, der international üblichen Nachhaltigkeitsdefinition, die sagt, Nachhaltigkeit hat drei Facetten, ökonomisch, ökologisch, soziokulturell. Die ökonomische Jagdhaltigkeit ist klar, Nachhaltigkeit bei der Jagd ist klar, wir haben eine nachwachsende Ressource Wild, wir nutzen eine kompensatorische Sterblichkeit aus, deshalb gibt es ja auch so viel Wild, wir vermindern es ja nicht normalerweise, es sei denn, man legt es darauf an. Und Jagdzeiten und Abschusspläne dienen eben eigentlich normalerweise und ursprünglich der Verhinderung von Übernutzung. Dass sie heute oft umgedeutet sind in Mindestplänen und Ähnliches, ist ein anderes Kapitel und ist im Grunde ein ganz anderes Mindset, was dahinter steht auch. Jagd hat keine gesellschaftlichen Kosten in dieser Form und schafft eigentlich eher Steuereinnahmen, muss man sagen. Also ist für den Steuerzahler eigentlich ein gutes Geschäft. Das war die ökonomische Seite. Die ökologische Seite ist auch klar, da sichern und erhalten wir die Lebensräume. Wir sichern und erhalten artenreiche und gesunde und an die Umwelt angepasste Wildbestände in ihren Lebensräumen und damit sichern wir die Lebensräume natürlich auch und damit sichern wir natürlich auch Waldlebensräume. Und die nachhaltige Nutzung ist eben auch international die bedeutendste Säule des Artenschutzes. So, das heißt also, die ökologische Nachhaltigkeit ist im Grunde ja letztendlich nichts anderes als die Hege. Und die Waldgerechtigkeit sind Teil der soziokulturellen Nachhaltigkeit, wo vor allen Dingen die jagdliche Ethik und der Tierschutz eine Rolle spielen, viele andere Dinge auch, die ich jetzt nicht vertiefen will. Der Tierschutz umso mehr, als wir eigentlich in einer Gesellschaft, die heute sehr deutlich eigentlich macht, wie sehr ihr auch an der weisen und klugen Nutzung von natürlichen Ressourcen gelegen ist, in der viele Menschen vegan leben mittlerweile, weil sie im Grunde bestimmte ethische Grundsätze verfolgen. In dieser Zeit und in dieser Gesellschaft, glaube ich, ist der Tierschutzaspekt, das Tierwohl im Zusammenhang mit der Jagd entscheidend wichtig. Und ich behaupte mal, an der Frage des Tierschutzes wird sich die Zukunft der Jagd in den nächsten 10 bis 20 Jahren entscheiden. Und ohne Tierschutz werden wir in 20 Jahren nicht mehr jagen. Kommen wir nochmal zum Thema Artenlisten. Warum nimmt man Arten aus dem Jagdrecht heraus?
für mich eine ganz wichtige Frage. Man kann dann eine Art aus dem Jagdrecht herausnehmen, wenn kein menschliches Interesse weder an Nutzung noch an Schutz besteht. Ja, die Amsel in der Stadt, die ich nicht esse, die es zu Genüge gibt, die muss ich nicht im Jagdrecht haben. Oder wenn auch menschliche oder Beeinträchtigung menschlicher Interessen nicht zu befürchten ist. Das sind für mich zwei gute Gründe, wenn man sagt, diese Art muss nicht im Jagdrecht sein. Alles andere hat ja eigentlich durch den Schutz des Jagdrechts sehr gut überlebt und sehr gut die letzten 150 Jahre auch überstanden. Es ist keine Art, die im Jagdrecht unterlag in der Vergangenheit, in den letzten 150 Jahren ausgestorben. Es sind aber sehr wohl sehr viele Tierarten ausgestorben, die dem Naturschutzrecht unterlagen. Das heißt nicht, dass das Naturschutzrecht schlecht ist, das heißt aber auf jeden Fall, dass Jagdrecht sehr gut funktioniert hat zu dem Zweck. Und natürlich werden auch viele Menschen sagen, Landwirte und Förster, es gibt ja zu viele jetzt auf einmal. Auch das ist teilweise eine Folge davon, was ja aber erstmal zunächst mal nicht verkehrt ist. Und deshalb wundert mich schon dieser Ansatz zu sagen, wir nehmen jetzt ganz viele Arten aus dem Jagdrecht heraus. Und zwar aus Artenschutzsicht wundert mich das. Aus rechtlicher Sicht ist es eine klare Eingrenzung oder Einschränkung von Eigentümerrechten. Aus ökologischer Sicht ist es die Frage, warum ich ein funktionierendes Werkzeug des Artenschutzes leichtfertig aus der Hand gebe. Ich habe mich auch gefragt, ob diese, nehmen wir ruhig mal die 10 Hektar Regelung, die jetzt ja nicht mehr zur Debatte steht, aber die, wie gesagt, mal auch diskutiert werden sollte jetzt. Aus wildökologischer Sicht, sage ich mal, ist 10 Hektar durchaus machbar. 75 Hektar ist eine Zahl, 10 Hektar ist eine Zahl. Warum eigentlich nicht? Gucken wir mal in die Länder, wo das funktioniert. Nehmen wir mal Schweden. In Schweden habe ich solche kleinen Yachten auch. Oder auch in anderen Ländern. Aber ich habe dort viel kürzere Jagdzeiten. Ich jage dort ein paar Tage bis ein paar Wochen im Jahr. Und ich müsste dann viel mehr statt weniger reglementieren in Sachen Schonzeiten und in Sachen Abschussplanung. Das heißt, diese kleineren Flächen als Eigenjagdbezirke würden meines Erachtens gehen, aber eben nicht mit weniger, nicht mit liberaleren Abschussplanregelungen, sondern eher mit rigideren Regelungen und mit sehr kurzen Schonzeiten, mit sehr kurzen Jagdzeiten vor allen Dingen. Aber gut, lassen wir es mal beiseite. Und wir würden dann wahrscheinlich auch pflichtige Gemeinschaften brauchen. Auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Diese Aufgabe von Nachhaltigkeitskriterien, da sehe ich ein ziemlich großes Risiko drin. Und zwar ein Risiko einmal, dass wenn wir den Gesetzentwurf so lesen, wie er ist, ist die lokale Ausrottung von Wildarten durchaus legal nach diesem Text. Und das ist im 21. Jahrhundert nicht unbedingt wahrscheinlich zielführend. Und das Zweite, wo ich ein sehr großes Problem mit hätte, aus Akzeptanzsicht in der Gesellschaft, ist definitiv die straffreie Verursachung von Tierleid im Sinne eines leichtfertigen Vergehens gegen den Muttertierschutz. Die mögliche Langzeitfolge, ich hatte es eben schon mal angedeutet, die sehe ich auch wiederum in dem Verlust an Tierwohlkriterien. Jagd ist nur in der Gesellschaft akzeptiert, wenn sie tierschutzgerecht ist. Und auch das Tierschutzgesetz zum Beispiel schreibt ja vor, dass ein Betäubungsverbot für die Tiere, bevor ich sie töte, nur dann nicht nötig ist bei der Jagd, im Sinne einer weitgerechten Jagdausübung. Im Sinne einer weitgerechten Jagdausübung, nicht im Sinne irgendeiner Jagdausübung. Das heißt also, wenn ich hier diese Nachhaltigkeitskriterien verlasse, bewusst verlasse, um mehr Liberalisierung zu schaffen, dann habe ich am anderen Ende möglicherweise irgendwann sehr schnell die Argumentation, jetzt könnt ihr aus Tierschutzgründen aber eigentlich nicht mehr jagen. Und damit schieße ich mir im Grunde selbst ins Knie. Die Vergrämungsjagd ist ein interessanter Ansatz. Fand ich spannend, die auf Federwild ja durchaus gewollt ist. Die funktioniert aber in einigen Konzepten, wir haben sie selber entwickelt, auch ja durchaus im Wald. Die Frage ist, warum nur bei Federwild? Warum vergrämen wir nicht zum Beispiel auch das Schalenwild aus den Verjüngungsflächen mit Vergrämungsjagd? Mit zum Beispiel einer sehr klaren, gezielten Schwerpunktbejagung, wo im Grunde nicht mehr die Jagdbeute das Ziel sein kann und muss und schon gar nicht Trophäe, sondern wo einfach die jagdliche Anwesenheit dazu führt, dass wir im Grunde diese Verjüngung durchkriegen. Funktioniert dort, wo wir es durchgeführt haben, hervorragend, führt aber auch dazu, dass man natürlich gewisse jagdliche Privilegien als Förster nicht mehr hat. Das heißt also nichts mehr große Drück- und Stöberjagd mit Hörnerklang und Büchsenknall, sondern da sitzt man dann in der Verjüngungsfläche und sitzt da Tag ein, Tag aus und vergrämt
Auch das sind spannende Ansätze. Die würde ich mir einfach mehr wünschen da drin auch. Und auch interessant ist, der Wolf spielt keine Rolle da drin. Wenn wir ein Gesetz designen aus Grundeigentümersicht, ist das ja durchaus erstmal eine legitime Vorgehensweise. Aber dann sollte man natürlich alle Grundeigentümer auch irgendwo gleich behandeln, also nicht nur den waldbaulichen Grundeigentümer, sondern auch den Huftierhalter als Grundeigentümer nehmen. Also Wald ohne Zaun und Schafhaltung ohne Zaun wäre dann ja auch eine Alternative unter Umständen. Also ist jetzt etwas überzeichnet. Aber Sie merken, worauf es hinaus will. Also da sind so ein paar Brüche drin, gedanklich irgendwo. Ja, ich hatte gesagt, dieser Gesetzentwurf ist sehr stark forstlich geprägt. Ich glaube, das ist er. Ist ja auch erstmal, wie gesagt, nicht schlimm. Man muss nur gucken, wie die anderen Grundeigentümer dann abschneiden. Was mich so ein bisschen irritiert hat, war dieser Satz, ich zitiere jetzt mehr die zweite Hälfte davon, 39% des gesamten, nur 6.300 Waldbesitzer, 6% besitzen über 10 Hektar. Das hieße, diese 10 Hektar Lösung wäre eine deutliche Privilegierung einer absoluten Minderheit von Waldbesitzern gewesen. Das fand ich spannend und da würde ich auch mal gerne drüber diskutieren, weil das erschließt sich mir nicht so ganz. Was machen wir mit den vielen anderen Waldbesitzern, den Kleinstprivatwaldbesitzern? Und die landwirtschaftlichen Grundeigentümer kommen eigentlich nicht so sehr in dem Entwurf vor, wobei die natürlich direkt und indirekt massiv betroffen gewesen wären. Das wäre jetzt vor allen Dingen eben diese 10-Hektar-Regel wieder gewesen. Was passiert denn, wenn ich jetzt zum Beispiel tatsächlich meine, als Ziel setze, ich kaufe mir einen Eigenjachtbezirk zusammen und kaufe mir ein paar kleine Grundstücke und mache dann da einen jachtwirtschaftlichen Betrieb draus. Damit würde ich die Landpreise nach oben treiben, das heißt, die Bauern würden nicht sehr glücklich sein damit. Die Bauernverbände würden uns aufs Dach steigen, wenn wir auf diese Art und Weise die Landpreise nach oben treiben. Und das forstliche Ziel wäre ja eigentlich auch nicht erreicht, wenn ich jetzt hier doch auch wieder auf Einser Hirsche wirtschafte und nicht unbedingt auf Waldbau in meinen 10 Hektar. Das heißt, das ist ein Punkt, den ich auch nicht verstanden habe. Was ist da hinter der Gedanke gewesen? Und wenn wir das aufbrechen wollen, dann kommen wir zum Neosozialismus. Dann müssen wir eigentlich das ganze Gesetz mit Regelungen nochmal überziehen, die hier noch nicht genannt sind. Und das ist meine letzte Frage, die ich eigentlich aufwerfe. Was ist eigentlich jetzt nicht gesagt in diesem Entwurf? Da fehlt ja noch vieles. Da fehlt vieles, sowohl aus waldbaulicher Sicht. Da fehlt auch einiges von den klassischen Herrschaftsinstrumenten, sag ich mal, die man immer in solchen Gesetzen findet. Herrschaftsinstrumente sind zum Beispiel die Güteklassen beim Rehwild, sind aber auch zum Beispiel sind aber auch forstliche Gutachten. Ja, also forstliche Gutachten und Rehwild-Güteklassen ist ziemlich das Gleiche. Ich gucke mir was an, finde es toll, aber aussagen tut es letztendlich nicht viel. Ja, wo bleiben diese Herrschaftsinstrumente? Die fehlen da noch irgendwo drin. Und da ist die Frage eben, sind die noch vorgesehen oder wie läuft das denn da? Wie gesagt, wenn ich die 10 Hektar genommen hätte, hätte ich sogar gesagt, dann dürfte ich eigentlich gar kein Rotwild und Dammwild in diesen Flächen jagen, weil ansonsten kriege ich völlig falsche Incentives angesetzt. Und wie gesagt, es fehlt mir auch in den Texten, die sonst eigentlich immer zu finden, auch im letzten Bundestagsgesetzentwurf zu findende Bindung der Grundeigentümerrechte an forstliche Ziele. Also wir haben in der Präambel durchaus gesagt, das soll dem Waldumbau dienen und wir finden dann eben diese Kriterien nicht mehr. Wo bleiben sie? Wann sollen sie reinkommen und was war daran gedacht und wie war das Ganze gedacht? Von daher bin ich der Meinung, also das Ganze ist definitiv nicht wirklich vom Tisch, da wird sicherlich noch einiges kommen und darauf sind wir sicherlich alle gespannt, aber wir würden, ich denke schon, dass es wichtig ist, über diese ganzen Punkte diskutieren und dass wir im Grunde auch ja, uns wirklich die Frage stellen, was kann sich daraus entwickeln und wo kann Jagd hingehen, wenn wir hier jetzt im Grunde Fehler machen in diesem Punkt. Ja, das war es eigentlich, ein paar Gedanken. Wenn Sie weiter interessiert sind, gucken Sie bei uns auf die Website, gucken Sie in unseren YouTube-Kanal und ansonsten stehe ich Ihnen natürlich für Fragen mit Antworten gern zur Verfügung. Schönen Dank. Lieber Herr Herzog, ganz herzlichen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, Herr Herzog hat es gesagt, er steht für Fragen und auch Statements gerne noch hier zur Verfügung. Wenn Sie eine Frage haben, kommen Sie gerne ans Mikro und stellen Sie sie laut. Ja, Professor Herzog, jetzt haben wir ja den Experten da. Also ich habe eigentlich nur über den Wald gelesen, ganz genau wie Sie. Und dann habe ich einen Satz gelesen zum Thema Hochwasserschutz. Und habe mich dann gefragt, ist es wirklich das Wildschwein, das dann die Elbdeiche versaut und dann ersaufen da Leute, wenn wir Pech haben? Oder ist da nicht doch das Nutria, das wir jetzt nicht mehr finden, mitverantwortlich? Und was würde passieren, wenn man dann mal in der ganzen Bundesrepublik das Nutria nicht mehr jagt? Wie sehen Sie das? Ja gut, Nutria, wie war es mit Nutria? Jetzt muss ich mal zurückfragen, wie war das jetzt geplant? Ist raus, okay. Wäre dann aber im Grunde durch den Exterminator, der jetzt im Rahmen von EU-Recht, wie der Bisamjäger ist, vermutlich zu erlegen gewesen. Also so gesehen wäre dann der Hochwasserschutz da gar nicht mehr so spannend drin, mit Ausnahme der Frage, warum der Entschädigungsregelung dann, wer haftet dann für den Hochwasserschutz und haftet unter Umständen der, der es Nutria gar nicht erlegen darf. Das wäre eine wichtige Frage an dem Punkt. Also der Hochwasserschutz, auch der Wolf spielt beim Hochwasserschutz eine Rolle, aber wie gesagt, den hatte ich ja schon mal in einem anderen Zusammenhang jetzt gerade drin, ich will ihn jetzt auch nicht zu sehr vertiefen, den Wolf. Das sind sicherlich Dinge, die so ein bisschen zu den kleineren Unausgegorenheiten gehören, meines Erachtens. Weitere Fragen? Wir haben eine ganze Menge Zeit, mir fallen auch viele Fragen ein, aber wir machen nur eine. Der Minister hat vorhin Horst Stern angesprochen und Horst Stern, es geistert immer, der Weihnachtsabend, ich glaube 1970 oder 71 bei der Diskussion, so unterschwellig mit dabei. Horst Stern hat ja damals festgestellt, es ist jetzt Zeit, nicht mehr den Rotisch zu hegen, sondern ihn zu schießen. Nun ist das ein Zitat, was, glaube ich, ziemlich herausgerissen ist aus dem gesamten Film und auch aus der Zeit. Und ich weiß, dass Sie da beredet genug sind, das vielleicht einmal einzuordnen. Ja, dieses Zitat von Horst Stern war damals sicherlich nicht ganz verkehrt. Es war aber, wie gesagt, aus dem Zusammenhang gerissen, weil Horst Stern kritisierte eigentlich nicht nur die Jagd, er kritisierte vor allen Dingen die Forstwirtschaft damals und mit gutem Recht. Also er hat im Grunde die Plantagenforstwirtschaft, Fichte auf Fichte auf Fichte, die Altvorderen, muss man auch sagen, aus sehr wichtigen Gründen heraus erstmal so eingeführt hatten, die aber irgendwann mal sich auch überlebt hatte, hat er zu Recht kritisiert. Und dass da natürlich im Grunde auch hohe Wildbestände eine Rolle spielten, war auch klar. Seine Worte sind aber sowas von gründlich missverstanden worden, weil wir seit 1971 eigentlich der Meinung sind, wir müssen immer nur mehr totschießen und ansonsten brauchen wir um Waldbau uns nicht mehr zu kümmern und die forstlichen Probleme lösen sich von selber. Ich verkürze und überziehe mal ein bisschen. Und dieser Gedanke war natürlich grundfalsch, denn wie wir sehen, schießen wir jedes Jahr mehr und jammern jedes Jahr aber lauter über verfressene Wälder. Das heißt, es gibt im Grunde drei Möglichkeiten, wenn ich seit 50 Jahren oder 60 Jahren, wie lange ist es jetzt her? Über 50 Jahre. Wenn ich seit über 50 Jahren im Grunde ein Problem beschreibe, mich über ein Problem beklage, aber nicht löse in 50 Jahren. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder es gibt kein Problem. Oder ich will ein Problem nicht lösen. Könnte ja sein, weil ich möglicherweise Schuldige brauche für ganz andere Dinge. Oder ich mache was falsch. Und eins von den drei Sachen trifft zu. Ich will mal zurückhaltend sein und sage, wahrscheinlich mache ich was falsch und wir müssten uns im Grunde mit modernen Methoden des Wildtiermanagements eigentlich in Zukunft beschäftigen und eben nicht nur immer mehr Tiere totschießen, nach dem Motto, dann wird es Recht schon richten, denn wir sehen, es funktioniert nicht, sonst müssten wir nicht jedes Jahr uns wieder über die gleichen Fragen unterhalten. Okay, ganz herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, damit kommen wir dann zum nächsten Vortragenden. Ich vergesse immer, dass ich ja hier stehen soll, Herr Hamann, haben Sie mir extra noch gesagt vorhin. Wir kommen zum nächsten Vortragenden, zu Dr. Daniel Hoffmann, der eben genau diesen Begriff der Hege in den Fokus seines Vortrages stellen wird und die Hege eben auch im Bezug dann zum Wildtiermanagement einordnen wird. Daniel Hoffmann hat Biogeografie beim unvergessenen Paul Müller in Trier studiert, hat promoviert über den Feldhasen. Ich weiß, dass er heute auch immer noch sehr viel zu den Feldhasen auf Pellworm forscht und arbeitet. Er ist Inhaber des Instituts für Artenschutz und Wildtierforschung mit, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, Sitz im Saarland, Herr Müller,
Und seit 2013 ist er auch Geschäftsführer und Direktor der Game Conservancy Deutschland, einer Organisation, die sich für den Wildtierschutz in Deutschland einsetzt. Ihr Vortrag, lieber Herr Müller, ist Jagdschutz, Artenvielfalt, Hege als zentrales Instrument des Wildtiermanagements. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank für die Einleitung und auch für die Einladung. Ja, ein bisschen überrascht mit der Einladung, aber sehr gerne habe ich das angenommen. Begrüße Sie alle recht herzlich in der Zuhörerschaft. Gestern Abend haben wir uns ja schon ein bisschen unterhalten können in netter Runde. Und ja, ich wurde gebeten, ein bisschen zum Thema Jagd und Artenvielfalt, Hege, diesem Komplex etwas beizutragen. Und habe dazu natürlich erstmal das Gesetz gelesen oder diesen Entwurf gelesen. Und die Beurteilung haben meine Vorredner vorgenommen. Ich kann mich da in ganz wesentlichen Teilen anschließen. Aber es gibt einfach Fragen, die dann aus diesem Gesetzentwurf, warum muss sich die Jagd grundsätzlich ändern? Das ist zwar beschrieben, aber es ist nicht beantwortet. Die Jagd soll nach diesem Gesetz den Klimawandel auch aufhalten. Das ist ein sehr hehres und hohes Ziel. Es wird in diesem Gesetz auch noch mal das Waldsterben von 1980, wo sich nachher herausgestellt hat, dass es das gar nicht gibt, auch noch mal bemüht im Zusammenhang mit zu hohen Wildbeständen, obwohl wir damals ja davon ausgingen, dass es nicht durch Wildbestände die Diskussion war, sondern durch sauren Regen etc. Aber trotzdem hat man es hier noch mal mit reingepackt. Jagd bleibt auch nach diesem Gesetz immerhin nachhaltige Nutzung, allerdings sehr reduziert auf einige ganz wenige Arten. Und mit der Nachhaltigkeit, haben wir schon gehört, ist es auch nicht so ganz weit bestellt, wenn man das Gesetz dann, es ist zwar so gesagt, aber es ist tatsächlich nicht gewollt. Die einzige Funktion der Jagd, das haben die Vorredner auch schon dargestellt, ist die Sicherung der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung. Ansonsten gibt es gar keine Funktion mehr ernsthaft, die hier in diesem Gesetz für die Jagd definiert wurde. Und nach dem Gesetz sollen Wildseuchen vorgebeugt werden, was ja auch sinnvoll ist und auch bisher so in den Jagdgesetzen gestanden hat. Dann kommen wir zum Thema, wie soll denn der Wald der Zukunft aussehen? Nun, wie sich das Klima genau ändern wird, wissen wir natürlich alle nicht, aber wir wissen zum Beispiel recht viel über potenzielle natürliche Vegetation, wir wissen über die Böden recht gut Bescheid. Brandenburg hat ein wunderbares Portal, dass man sich online anschauen kann, wo welche Böden vorkommen. Da sehen Sie ganz viel Sand, ganz viel lehmigen Sand, ganz viel eiszeitliche Flächen, die letzten Endes uns schon verraten können, dass wir hier nur teilweise jedenfalls eingeschränkte Pflanzen- und Waldbaumvielfalt erwarten dürfen. Wir haben diesen Sandkeil, der sich vom Südosten hereinschiebt nach Brandenburg. Da wird es natürlich schwierig, alle möglichen Baumarten zu hegen und zu pflegen, ob mit Zaun oder ohne. Die werden sicherlich auflaufen, aber ob die jemals in eine Ertragssituation hineinwachsen werden, das könnte vielleicht schwierig werden, auch für einen Herrn Dr. Lessner, wenn er hier dann plötzlich irgendwelche sonderbaren Baumarten vielleicht hegen möchte. Nun, unter Kiefern wird es natürlich in bestimmte Naturverjüngung prioritär geben, aber es wird geschrieben, dass im Gesetz steht jedenfalls, dass alle Baumarten überall sich regenerieren können und auch aufwachsen können. Das kann sicher zu einem Teil funktionieren, aber es wird natürlich sehr schwierig. Dann wird beschrieben, dass die Pflanzungen aus Baumschulen nicht funktionsfähig sind. Das mag vielleicht sein, aber dann stelle ich mir die Frage, wie kann das in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht funktioniert haben. Aber mag natürlich sein, dass sich da einiges verändert hat und dass hier alle Gehölzpflanzen sich von alleine einbringen, halte ich für einen. Sie bringen sich vielleicht ein, aber das regeln sie nicht über den Abschuss von Schalenwild. Nun, es wird ja natürlich sehr viel zitiert in diesem Entwurf über Studien, die irgendetwas belegen. Und da wird natürlich auch das Projekt Bio-Wild zitiert, 2016 bis 2021. Allerdings
wird da sehr deutlich, dass es hier doch sehr, sehr große Unterschiede gibt. Ne? Es sind einige Feststellungen in diesem Projekt dargelegt worden, dass andere Baumarten insbesondere durchs Rehwild entmischt werden. Das war aber schon immer so. Sie können das Rehwild ausschließen, dann wird das nicht passieren, aber solange Sie Rehwild in einem System drin haben, ist das natürlich, dass hier eine Entmischung stattfindet. In der Grautschicht übrigens ist die Artenvielfalt ohne Zaun höher als mit und im Zeitraum der 5 Jahre allerdings die Strauchschicht höher entwickelt, wenn Sie den Wildverbiss ausschließen durch einen Zaun. Also das sind die grundsätzlichen Dinge. Und was wird in diesem Text auch noch geschrieben? Dass der Biomassezaun, dass der Biomassezuwachs im Zaun natürlich höher ist innerhalb dieser recht kurzen Beobachtungszeit als außerhalb. Wir tauschen einmal, ja. Hier fällt es ab und zu ab. Und ganz interessant in der Schlussfolgerung, dass der Biomassezuwachs im Zaun 3 bis 4 Mal höher ist als außerhalb des Zaunes, ist nicht abhängig vom Jagdregime. Also es ist egal, ob Sie hochintensiv gejagt haben oder ob Sie normal in Anführungszeichen in diesem Projekt gejagt haben, der Biomassezuwachs war immer unter Zaun höher als anders. Von daher auch die Frage erlaubt, wie sich Sven Herzog schon gestellt hat, ob die Methode, die wir seit 50 Jahren anwenden, Erhöhung um jeden Preis des Abschusses, ob das tatsächlich die Methode der Wahl ist oder ob wir uns hier andere Gedanken machen müssen. Als jemand, der sich über den Artenschutz unterhält, ist natürlich spannend, welche Ökosystemleistungen Wald und Wild denn erbringen. Und wenn wir uns dann die Zahlen anschauen, ist es klar, und das ist ein Zitat aus dem Projekt BioWild, die Ökosystemleistungen Holzproduktion, Kohlenstoffspeicher und Heterogenität, also Vielfalt der Besteine, zeigen keine signifikanten Unterschiede, ob ich den Zaun habe oder ob ich intensiv jage oder weniger intensiv jage. Also wenn Sie schon Studien bemühen, dann sollten Sie sich auch die Mühe machen, diese durchzulesen. Fakten und Geschichten, oder Sie haben sie sicher gelesen, aber bestimmte Dinge dann überlesen, macht man ja auch gerne, also geht jedem so. Sie zitieren den DJV in Ihrem Entwurf tatsächlich mit einer Aussage von einem Pächter aus den 1980er Jahren aus dem Allgäu, aus einem Beispiel in diesem Dings. Genau das steht da drin, genau das steht da drin. Es ist ein Beispiel, wie man es besser machen kann. Hier wird den Jägern vorgeworfen, dass alle Jäger so sind. Das wird zumindest so suggeriert. Es ist aber de facto ein uralt Zitat aus einem System, das es heute gar nicht mehr so gibt, zumindest nicht in diesem Beispielrevier. Wir sprechen hier über ein Revier, das einen Berufsjäger eingestellt hat seit 1990 und mit weiteren Begehungsscheininhabern dort jagt heute. Das Revier ist 1500 Hektar groß, nicht 10 Hektar groß. Das Revier hat 1000 Hektar Wald, das Revier hat eine 300 Hektar große Wildruhezone und der Verbiss ist tragbar. So, und dass dieses Beispiel oder diese Aussage von einem Pächter, den es schon 40 Jahre nicht mehr gibt, auch in diesem Revier, das ist Inhalt Ihres Gesetzentwurfs. Da muss ich mich fragen, wie ernst nehmen Sie diese Geschichte eigentlich? Und auch zu diesem Beispielrevier, das hätten Sie ja auch, haben Sie ja auch gelesen, oder wer auch immer es gelesen hat, dort war der Rehwildabschuss zwischenzeitlich auf über 100 Stücke Rehe pro im gesamten Revier, nicht auf 100 Hektar, angestiegen und gesteigert worden. Heute ist man bei 70 Rehen auf 1000 Hektar Wald in diesem Revier. Man hat also einen gewissen Peak abgeschöpft und ist nun zufrieden mit der Situation und erlegt nachhaltig, nämlich hier 70 Rehe, aber hier ist kein Spruch davon, dass irgendwo das immer noch zu viel wäre, sondern man nimmt den Wildbestand so hin. Abschusspläne, Jagd und Hege hängt auch sehr viel miteinander zusammen. Das Revolutionsjahr oder davor, die 1848, ist ja auch schon erwähnt worden und auch juristisch ausgeführt worden, da bekommt der Ökojäger feuchte Augen.
Ne? Immer wenn er das Jahr 1848 liest, freut er sich. Und dabei ist dieses Jahr oder diese Zeit, und Sven Herzog hat es ebenso erwähnt, es ist ein Symbol für die Wildvernichtung auf großer Fläche, und dieser hat man entgegengewirkt. Da waren nämlich nicht nur Rehe und Hirsche reduziert worden, da sind auch ganz viele andere Arten reduziert worden, und man hat nachweislich genetisch Tiere verarmt. In dieser Zeit sind Teilpopulationen, zum Beispiel des Rotwildes, ausgestorben, die wir heute genetisch nicht mehr haben. Und genau darauf möchten Sie offensichtlich wieder hinsteuern. Und das ist fachlich völlig indiskutabel. Abschusspläne sind darauf abgestimmt, insbesondere bei den rudelbildenden Tieren. Beim Rehwild gebe ich Ihnen recht, da müssen wir das nicht unbedingt über Abschusspläne regeln, aber bei rudelbildenden größeren Säugetieren und auch bei selteneren Arten, die zu bejagen sind, sind das wesentlichste Instrument, um eine vernünftige Bejagung nachhaltig zu steuern. Das gibt es nämlich nicht nur in Deutschland, das gibt es überall, auch in Schweden, in Dänemark, überall gibt es Regelungen, viel, viel intensivere Regelungen zum Teil, als das bei uns der Fall ist, und deswegen funktioniert es auch dort. Und diese Dinge abschaffen zu wollen, ist in meinen Augen ein großer Fehler und sollte auch nicht durch diesen Landtag so durchgehen. Die Abschusspläne, wie gesagt, sind überall vorhanden. Das fehlende Management verhindert nämlich, und ein guter Abschussplan ist ein Managementinstrument, verhindert die wildbiologisch orientierte Jagd, dann ist es wirklich ein Totschießen auf Teufel komm raus, ohne Sinn und Verstand. Das Thema Jedermannsjagd auf 10 Hektar ist natürlich nicht Jedermannsjagd, denn zum Glück braucht man immerhin noch einen Jagdschein, um auch in Brandenburg künftig zur Jagd zu gehen. Aber die Ausübung des Jagdrechts ist eben an den Jagdschein gebunden. Und wo bleibt die Ruhe für Wildtiere? In einem anderen Satz schreiben Sie, dass Ruhe so wichtig ist für Wildtiere, aber dann zersplittern Sie die einzelnen Jagden dermaßen, dass Ruhe, zumindest aus jagdlicher Sicht, wir haben genug andere Störgrößen in der freien Landschaft, gar nicht mehr möglich ist. Wie groß ist denn selbst der Bewegungsraum, wenn wir die Telemetriestudien bemühen, selbst vom Rehwild? Da ist 10 Hektar gar nichts. Ne? Und wir wollen das hier so reduzieren auf 10 Hektar, ohne das wirklich ernsthaft regeln zu wollen. Wenn wir das tun, dann ist es, wie Sven Herzog sagt, viel mehr Aufwand, als dass es uns bisher überhaupt nur vorstellen können. Und wenn dann überall diese Störungen sind, was ist der Effekt davon? Das Wild ist ja nicht, dass wir in den Stall gehen und 10 Sauen dort sind und wir schlachten die 10 Schweine, dann sind sie weg. Das Wild reagiert doch auf uns. Die sind doch nicht blöd, Entschuldigung, wenn ich das so platt formuliere. Die verschwinden natürlich, die werden unsichtbar für uns. Und damit haben Sie Konzentrationseffekte an anderen Stellen, Sie haben Vertreibungseffekte mit allen negativen Folgen, nicht nur für das Wildindividuum selbst, sondern auch für den Wald. Ich prophezeie Ihnen, mit so einer Regelung werden Sie nicht weniger Verbiss produzieren, sondern Sie werden deutlich mehr Verbiss produzieren, und die störungsarme Jagd ist dann nicht nur mit einem Fragezeichen zu versehen. Die störungsarme Jagd wird ja auch zitiert und gefordert im Jagdgesetzentwurf. Das ist erledigt. Das wird es dann so nicht mehr geben. Und der Verwaltungsaufwand, ganz zu schweigen davon, ein Verwaltungsaufwand in ein GIS für die Verwaltung, alle 10 Hektar großen Jagdflächen, die dann beantragt werden und nicht mehr arrondiert werden und alles, was dazugehört, einzutragen, da produzieren Sie einen Verwaltungsaufwand, der ist gar nicht leistbar. Heute schwitzen doch schon die unteren Jagdbehörden dabei, wenn sie Reviergrenzen hin und her schichten sollen. Was wird das hier ein Chaos und eine Mehrbelastung für jede Kreisbehörde? Das ist nicht leistbar. Der Schutz des Wildes rechtfertigt keinen Verwaltungsaufwand, ist ein Zitat aus diesem Gesetzentwurf. Nun, wenn das aus einem Haus kommt, das sich Artenschutz und Wildreichtum oder Vielfalt auf die Fahnen schreibt, dann sage ich, dann machen die Afrikaner das demnächst auch mal so. Ne? Denen schreiben wir nämlich vor,
dass sie nur ja alle Elefanten und Impalas und wen auch immer zu schützen haben. Wir belegen die Länder mit Importverboten oder möchten es zumindest manche Parteien, diese Länder mit Trophäen-Importverboten belegen, aber wir verbieten ihnen, den Elefanten totzuschießen, weil er ihnen den Wald auffrisst. Also mit welcher Ungleichheit auch dieses Gesetz herangeht. Und eines steht ganz klar oben auf, es ist die Gewinnmaximierung, ist die oberste Priorität in diesem Gesetz und ansonsten letztlich nichts. Und selbst das ist höchst fragwürdig, weil sonst würde es auf der Verwaltungsjagd schon lange funktionieren. Wenn dieses System 50 Jahre lang praktiziert wird oder 30 Jahre in vielen Bundesländern und dann verbessere ich mich nicht, wenn ich in die falsche Richtung fahre und die Geschwindigkeit erhöhe, dann muss ich überlegen, wo sind Ansatzpunkte, um hier wirklich, wenn es ein Problem gibt, dieses Problem ernsthaft zu lösen, aber so eben nicht. Und die Frage sei auch immer noch gestellt, wer lebt eigentlich mit den Wildtieren side by side? Nicht nur in Afrika, sondern auch bei uns. Da ist es die Landbevölkerung, die letzten Endes damit zurechtkommen muss. Und ich wage zu bezweifeln, dass es die Mehrheit der Landbevölkerung ein großes Problem mit unserem Jagdrecht hat. In diesem Gesetz hat sich für mich auch ein gewisser Realitätsverlust gezeigt. Man hat hier die Dammwildstrecke vom Land Brandenburg dargelegt. Es steht, die Jagdstrecken steigen jährlich an, und es wird immer mehr Wild und die Jagdstrecke steigt. Das ist der Beleg dafür, der hier genutzt wird. Er steigt nicht. Er steigt nicht. Er hat sich egalisiert auf einem hohen Niveau, keine Frage. Aber der Höchststand in dieser logistischen Wachstumskurve ist wohl erreicht. Und die Streckenzahlen an Wildschwein, Rehen und Hirschen, hier steht es nochmal, wie es im Text steht, genau so, 1:1 übernommen aus dem Entwurfstext, das steht da und daneben sehen Sie in der Grafik die Realität. Also es sind Fehler über Fehler, nicht nur juristischer Art. Dann schauen wir mal an, da kann man ja sagen, ja gut, die Privaten, die schießen einfach zu wenig. Die in ihren Jagdgenossenschaften und die Jäger draußen, die wollen das gar nicht haben. Das ist ja der Vorwurf, der in diesem Gesetz wirklich Kernaussage dieses Gesetzes ist. Dann schauen wir doch mal die Verwaltungsjagden an. Wie sieht denn die Rotwildstrecke der letzten, seit dem Jahr 2000, auf den Verwaltungsjagden in Brandenburg aus? Ja, das sind 10,5% der Waldfläche des Landes, wo wir ja letzten Endes davon ausgehen müssen, dass das Ministerium wesentlich dafür sorgt, dass hier alles umgesetzt wird. Aber gibt es dort eine Steigerung des Wildes? Seit 2000 sind diese Daten hier abgebildet. Und da stellen wir fest, dass auch in den Verwaltungsjagden weder die Jagdstrecke steigt, noch offensichtlich das Wild ins Unermessliche steigt, was hier ständig suggeriert wird in diesem Gesetzesentwurf. Schauen wir uns noch eine andere Faktenlage an, nämlich das Thema Fallwild, Verkehrsfallwild. Nun, da hat der Jäger grundsätzlich nichts damit zu tun. Auto fährt, Tier ist tot, Unfall. Unfall ist registriert und wir führen das Ganze in der Statistik zusammen. Wenn wir jetzt sagen würden, ja, die Jagd, das funktioniert alles nicht, das müssen wir besser machen. Wir sehen ja an den Verkehrsfallwildzahlen, dass es immer mehr Wild wird, weil es wird immer mehr Wild totgefahren. Das wäre ja die Konsequenz. Weil das beeinflusst nicht der Jäger, sondern das beeinflusst der PKW im Wesentlichen. Und wenn viele totgefahren werden, sind viele da. Wenn weniger totgefahren werden, sind weniger da. Was sehen wir hier? Das Dammwild ist mit Sicherheit zurückgegangen in Land Brandenburg in den letzten Jahren. Das Rotwild ist auf relativ stabilem, aber niedrigem Niveau. Und sogar das Schwarzwild ist zurückgegangen, jedenfalls wenn wir die Unfallstatistiken uns anschauen. Und wenn ich mir dann noch anschaue, dass es nicht mehr oder nicht weniger oder gleichbleibend viele PKWs oder Kraftfahrzeuge auf Brandenburgs Straßen gibt, dann schauen wir uns einfach die Statistik dazu an, was in Brandenburg an Autos auf der Piste ist. Dass diese Kurve, die zeigt nämlich steil nach oben. Da kommen wir nämlich von 1,4 Millionen auf 1,8 Millionen in den letzten wenigen Jahren. Alles statistische Zahlen, die Sie hier zu Rate ziehen können, aber es nicht getan haben. Denn dann wüssten Sie, dass das, was im Gesetz steht, so oder im Entwurf steht, nicht so stimmt. Thema Seuchenprävention.
Alle wissen wir, worum es hier geht. Ich brauche auch die Karte nicht zu erläutern und die Jagdstrecke in Brandenburg hier nochmal darzulegen. Das ist übrigens die Verwaltungsjagdstrecke in Prozent zur Gesamtjagdstrecke Schwarzwild dargelegt. Während wir beim Schalenwild, beim wiederkäuenden Schalenwild, erlegt die Landesfläche 16 bis über 20% der Gesamtstrecke bei 10,5% Anteil. Beim Schwarzwild schaffen sie nicht mal 10% in den letzten 10 Jahren. Und dann redet man über Seuchenprävention. Ich glaube, das ist kein gutes Beispiel, wenn die Verwaltungsjagd über Seuchenprävention oder die Verwaltung über Seuchenprävention spricht und selbst deutlich weniger Schwarzwild auf die Strecke bringt als die privaten Jagden. Dann muss ich auch hier das gesamte System und auch die Interessenprioritäten, die sicherlich in der forstlichen Gewinnmaximierung liegen, aber dann muss ich sie auch konsequenter ausdehnen auf die Seuchenprävention. Und das ist hier zumindest mal in diesen Zahlenbeispielen nicht klar ersichtlich. Der unbestimmte Rechtsbegriff, das ist ja auch so etwas ganz Böses anscheinend, was irgendwo immer wieder in allen Jagdrechtsthemen, Themen, die wir behandelt haben, auch seit ich da ein bisschen mitmische. Nun, es gibt nichts Besseres als einen unbestimmten Rechtsbegriff, um sich wandelnde Dinge zu beschreiben und auch zu organisieren und zu regeln. Was ist denn die Hege? Die Hege ist ein Begriff, der inhaltlich mit den sich ständig ändernden Bedingungen in unserer Kulturlandschaft variieren muss. Sie muss sich anpassen. Wenn ich das irgendwie festschreibe in einem Gesetz, dann habe ich diese Möglichkeit unter Umständen gar nicht mehr. Sie bedeutet daher den Schutz, das Management und die Kontrolle von Wildtieren in der Kulturlandschaft bedingt die erforderlichen Maßnahmen zu Habitatschutz und Wiederherstellung als integrativen Bestandteil. Und die Hege basiert auf fachlich fundiertem Wissen und dient damit uneingeschränkt dem Erhalt der Förderung der regionaltypischen Biodiversität. Das wäre eine Definition von Hege, die in jedes Jagdgesetz gehört. Dann ist nämlich ganz klar auch der Auftrag an den Grundeigentümer formuliert, dass er gefälligst regionaltypische Biodiversität zu erhalten hat. Aber nein, das wird in diesen Gesetzentwürfen gestrichen. Fütterung und Kirrung. Fütterung, ein Instrument der Hege, zur Lenkung natürlich von Wild, aber wenn wir uns Professor Berthold, ehemaligen Direktor, anhören von Radolf Zell, also vom Max-Planck-Institut der Vogelkunde, der hat gesagt, in Deutschland seit 1950 haben wir geschätzt eine Million Tonnen Wildsamen, Wildpflanzensamen verloren, einfach weil wir unsere Landschaft verändert haben. Und dann steht in einem Gesetzentwurf, dass wir die Tiere, dass es von genug von allem da ist und dass wir nicht füttern müssen. Ein bisschen anders formuliert als im Gesetz, aber das steht dort. Und wir wissen, dass wir diese Verluste haben. Wir wissen, dass diese Wildpflanzen nicht mehr produzieren, weil sie gar nicht mehr da sind. Und deswegen ist eine Fütterung unter Umständen von Niederwild und von Wildvögeln hoch angesagt und würde deutlich zu einer Vermehrung bestimmter Arten führen. Ein Fütterungsverbot hat nämlich die geringste Folge fürs Schalenwild. Das Fütterungsverbot, das sowieso eingehalten wird schon lange, hat die geringste Folge für das Schalenwild, aber die größte Folge für Niederwild und Feldvögel. Und dann zum Thema Kürrung. Kürrung gehört ordentlich reglementiert, keine Frage, hier darf es keinen Wildwuchs geben. Und wer dagegen verstößt, der hat es auch nicht verstanden. Aber hier wurde es auch nicht verstanden. Hier wurde nämlich nicht verstanden, dass ich habe die Zahlen aus dem Saarland. Dort gibt es nämlich eine so differenzierte Jagdstrecke, dass wir unterscheiden können, Einzeljagd, Drückjagd, Kirrjagd. Das ist meiner Meinung nach der einzige größere Datensatz, der dieses Thema behandelt. Da sehen wir, dass 40% des Schwarzwildes an der Kürrung erlegt wird. Und dieses Instrument möchte man zu Zeiten von solchen Zügen einfach streichen. Nein, es gehört reglementiert, aber es gehört nicht gestrichen. Es funktioniert nicht überall, das ist keine Frage. Aber der Effekt ist mit Sicherheit kein vernünftiger. Das Thema Prädatorenbejagung ist natürlich eines meiner Forschungsschwerpunkte, ja auch in vielen Bereichen, in Schottland, Österreich, Deutschland. Und
Wer so etwas vermindert oder reduziert in der Feldflur, der die generalistischen Beutegreifer nicht mehr vernünftig versucht in den Griff zu bekommen und das auch durch eine Gesetzesvorlage reduziert, der steht dazu, dass es in Zukunft weniger Arten in diesen Ländern gibt. Aber dann seien Sie auch so ehrlich und sagen, wir wollen keinen Kiebitz, wir wollen keine Großtrappe, das wollen wir alles nicht mehr haben und deswegen soll die Prädatorenjagd möglichst erschwert werden. Ich bringe mal so ein paar Beispiele, nur relativ kurz. In einem gut gemanagten Grousemoor in Schottland haben die einen Schlupferfolg bei großen Brachvogel von 90%. In den meisten unserer Brachvogelgebiete sind wir zwischen 0 und 30%. Was überhaupt noch zum Schlupf kommt. Und dann kommen ja auch die nächsten 4 Wochen, nämlich bis das kleine Tierchen, das dann geschlüpft ist oder auch nicht, dann nachher flügge geworden ist. Schlupferfolge, sehen wir, sind natürlich ein wesentlicher Teil in sowas. Und wenn ich einen Nationalpark oder ein großes Schutzgebiet in der Nachbarschaft habe, wo gar nichts passiert, dann werden trotz bester Biotope alle aufgefressen, die dort brüten. Alle. Nicht nur die bösen Fasanen, die den Jäger erfreuen, sondern dann werden auch die anderen Bodenbrüter eliminiert. Und das ist doch eine wesentliche Krux in unserer Zeit, dass wir es nicht mehr vernünftig hinbekommen, flächendeckend die generalistischen Beutegreifer unter Kontrolle zu kriegen. Und dazu zählen natürlich nicht nur die Füchse. Dazu zählt eine ganze Litanei von Generalisten, die nämlich nicht davon abhängig sind, ob sie das letzte Kiebitzei fressen. Denen ist es egal, ob der Kiebitz hier vorhanden ist oder nicht, weil er als Generalist, das sagt der Name, gar nicht darauf angewiesen ist, ob wir Kiebitz haben. Er überlebt aber trotzdem. Aber der Kiebitz, der wird hier verschwinden, um nur ein Beispiel zu nennen. Und auch hier die Dohle, die in dem Fall ein Bekassinennest ausraubt, das wir mit Kameras bestückt haben, gehört hier auch dazu. Dann sind die Tiere geschlüpft, dann kommen ja noch mal 4 Wochen obendrauf, bis sie flügge werden. Da haben wir über Telemetrie dann festgestellt, und gerade aktuell habe ich wieder eine Studie in Schottland laufen, da überlebt immer noch nur ein Drittel. Also 2 Drittel aller Küken, selbst in einem Niederwildgebiet, sterben. In einem nicht gemanagten Gebiet ist es noch viel weniger. Und dann wundern wir uns über Artenrückgänge. Die Welt ist voll, wie schlimm es der Vogelfauna geht und den Feldlerchen geht. 80% Verlust in den letzten 30 Jahren. Das ist natürlich eine Folge von Habitatveränderungen und ist eine Folge von gesteigerten Prädatorenzahlen in der Fläche. Nicht nur wir machen sowas, auch hier Naturschutzorganisationen am Dümmersee. Marcel Holy hat mir mal diese Folien gegeben. Dort, wo gejagt wird und insbesondere der Fuchs schwerpunktmäßig gejagt wird, da haben wir plötzlich wieder eine Überlebenschance für diese Arten. Und wenn wir das nicht tun, dann können wir so schöne Habitate bauen, wie wir wollen. Wir können so viele Schutzgebiete ausweisen, wie wir wollen. Wenn wir den zweiten Faktor nicht unter Kontrolle haben, wird alles an Naturschutz scheitern, was wir auf den Weg mit viel, viel Steuergeld auf den Weg gebracht haben. Und wir wissen es sogar und die Zahlen belegen es uns. Wir haben so viele Schutzgebiete wie noch nie, so viele Auflagen wie noch nie und trotzdem wird es immer weniger. Also auch hier gehört mal eine Denke rein, dass man einfach Fakten akzeptiert und dementsprechend nicht die Geschwindigkeit in die falsche Richtung erhöht, sondern stehen bleibt, überlegt und dann schaut, was kann ich an Maßnahmen umsetzen. Hege in der Praxis, ein Beispiel aus Bayern, wo wir ein Beetlebank-Projekt gemacht haben. Natürlich erreichen Sie durch die Kombination Habitatmaßnahmen, auf kleiner Fläche Habitatmaßnahmen, aber die richtigen angesetzt, in Kombination mit Bejagung, erreichen Sie eine Verdopplung von Feldhasenbesitzen. Das erreichen Sie aber nur dann, wenn Sie etwas tun. Und wenn die Hege aus dem Jagdgesetz rausfällt, dann ist das Thema weg. Und wenn Sie Arten aus dem Jagdgesetz rausnehmen, dann interessiert sich in 10 Jahren kein Schwein mehr dafür, ob es noch solche Arten wie das Rebhuhn oder so und so weiter gibt. Und im Schlepptau von den Rebhühnern kämen ja eben auch die anderen, die großen Brachvögel, die Kiebitze und die Austernfischer, wenn wir in Richtung Küstennähe gehen. Hier haben wir ein paar wenige Beetlebanks, das sind kleine Streifen angelegt, einfach nur um diese Feldflur ein bisschen aufzubrechen und Ganzjahreslebensräume als Hegemaßnahme einzubringen.
Und was haben wir? Innerhalb von einem Jahr eine Steigerung der Feldlerchen auf 65%. Ich habe selbst nicht geglaubt. Die Zahlen haben wir über einen Ornithologen nachweisen lassen. Ich habe Rebhühner plötzlich in diesen Strukturen drin, mit einer Dichte von 8 Brutpaaren auf 100 Hektar in der ausgeräumten Agrarlandschaft. Das sind Dimensionen, die wir über die Game Conservancy nun mal darstellen können und ja auch nachweisen können. Und die Jäger schützen nicht nur die seltenen Arten, sie kartieren sie sogar noch für sie. Das ganze Wildtierinformationssystem der Länder Deutschlands, hier auch in Brandenburg, ein super Projekt, seit vielen Jahren vom Landesjagdverband umgesetzt. All das ist nichts mehr wert nach diesem Jagdgesetz und all das werden sie auch verlieren. Weil wenn sie das Interesse nicht mehr halten bei der Bevölkerung, dann stirbt das aus. Wenn Sie keinen Anreiz setzen, stirbt das aus. Herr Hammerschmidt und ich vor vielen Jahren in Schleswig-Holstein haben mit dem damaligen Umweltminister, auch bei den Grünen, Herrn Müller, Klaus Müller gesprochen. Der wollte das Rebhuhn damals aus dem Jagdrecht nehmen. Und da haben wir zu ihm gesagt, haben gesagt, das sind die Zahlen zum Rebhuhn in Schleswig-Holstein. Wer kümmert sich denn um das Rebhuhn, wenn die Jäger es nicht mehr tun? Er hat gesagt, nee, das stimmt, da haben Sie eigentlich recht. Und jetzt geben Sie den Jägern noch 4 Wochen Jagdzeit auf das Rebhuhn. Die verzichten ja freiwillig sowieso dort, wo es nicht vorkommt. Und die paar Hühner, die noch geschossen werden, da können Sie sich darauf verlassen. Das wird nachhaltig genutzt. Da kann man nicht sagen, das Rebhuhn ist so selten, deswegen muss es per se geschützt werden oder muss aus dem Jagdrecht raus. Nein, Sie müssen das System einfach begreifen. Nachhaltige Nutzung heißt nicht nur, weil etwas seltener geworden ist im Großen und Ganzen, dass es grundsätzlich gar nicht mehr bejagungsfähig ist und auch nicht mehr nachhaltig bejagungsfähig ist. Das ist ein System, das muss sehr viel flexibler sein und muss auch diese Dinge berücksichtigen können und muss auch wissen, ein Jäger rottet doch kein Rebhuhn aus. Der verzichtet freiwillig, die verzichten hier in Brandenburg ja reihenweise freiwillig sogar auf den Feldhasenabschuss, weil sie sagen, es sind so wenige. Da geben Sie ihnen Instrumente und den Jagdgenossen Instrumente an die Hand, dass das wieder mehr wird. Aber streichen doch nicht irgendetwas aus einem Jagdgesetz, um das für alle Zukunft einfach wegzuschmeißen. Es wird nicht mehr funktionieren. Und dann das Thema Insektenschutz noch als allerletzten Beitrag. Natürlich mit Beetlebanks und Ganzjahreslebensräumen betreiben wir nicht nur Niederwildhege. Damit betreiben wir Insektenschutz. Und zwar in einem Maße, das haben wir hier in unserer Studie auch belegt, wo es einfach relevant wird. Auf kleiner Fläche, was auch Spannendes für Jagdgenossen, was Spannendes für Landwirte, auf kleiner Fläche große Effekte erzielen. Das sind Managementinstrumente, die ich mir wünsche von einer zukunftsorientierten Artenschutzpolitik. Und wir schauen uns das mal an hier, die Entwicklung aus dem Krefelder Projekt. Wenn ich dahinter in der blauen Linie, die schwarzen Dinge sind, das Krefelder Insektenprojekt, das ja in Bayern bekanntermaßen auch dazu geführt hat, dass wir hier dieses Volksbegehren hatten, berechtigterweise in bestimmten Punkten, und der Rückgang ist belegt, aber dann lege ich mal die Entwicklung unserer Brachesituation oder wie viele Brachen haben wir in Deutschland in Zahlen dahinter. Dieser Brachen- und Stilllegungsrückgang, der verläuft fast eingängig, das ist natürlich nur sehr monokausal dargestellt und es ist auch mit Sicherheit nicht das Einzige, was hier mit reinspielt. Aber wenn wir das alles vernachlässigen, dann wird das in Zukunft nicht mehr funktionieren. Das ist noch ein kleiner Seitenhieb zu der Forderung, dass wir alle Brachen jetzt umbrechen müssen und alle Brachen in Getreideflächen umbrechen müssen. Wir haben in Deutschland 1,5 Millionen Hektar Flächen in den letzten 15 Jahren umgewandelt in Biogasflächen und reden jetzt über 300.000 Hektar ökologische Flächen in Deutschland, die sollen uns dann retten, um die Getreideweltproduktion wieder anzustoßen. Das ist aber ein anderes Thema. Was wir verloren haben, sind Brachen und ich sehe hier wirklich Ansatzpunkte, dass man Hege wirklich als wesentliches Instrument nicht nur für die Jäger erhält, sondern auch für den Grundeigentümer erhält. Er kann sich nicht, er soll sich ja auch nicht herausstehlen aus seiner Verantwortung. Er muss doch positiv einbezogen werden mit Systemen und Programmen, die wirklich nachweislich helfen, Biodiversität im Wald und außerhalb des Waldes aufrecht zu erhalten. Und ich glaube, dann kann man wirklich noch was werden. Und die Hege ist
lange, lange, lange kein Synonym für Schalenwildvermehrung mehr. Das sind archaische Vorstellungen, die sind 40 Jahre und älter. Das geistert in keinem Präsidium aus irgendeinem Landesjagdverband oder auf Bundesverband oder selbst bei den Jägern in Brandenburg direkt vor Ort. So etwas gibt es nicht mehr. Das ist eine Unterstellung. Und diese Unterstellung wird nicht wahrer, wenn ich sie häufiger wiederhole. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Lieber Herr Hoffmann, ganz herzlichen Dank. Bewährtes Prinzip, meine Damen und Herren, wenn Sie eine Frage oder auch ein Statement haben in Verbindung mit dem Vortrag von Herrn Dr. Hoffmann, stehen Sie gerne auf und nutzen Sie Mikros im Gang. Es gab überall gutes Frühstück, glaube ich, heute Morgen. Nee, das glaube ich nicht. Die Gesichter sind alle hellwach, aber Sie ahnen es. Ich habe da natürlich eine Frage. In dem Referentenentwurf ist ja auch im Moment vorgesehen, dass Abschusspläne auch für wiederkäuende Hochwildarten mehr oder minder völlig abgeschafft werden sollen. Also nicht nur, was die Zahl anbelangt, sondern auch, was die Alters- und Sozialstruktur anbelangt. Sie als ausgewiesener Wildbiologe, wenn Sie vielleicht einmal beschreiben würden, was würde passieren, wenn man, nehmen wir das Beispiel Rothirsch, wenn man eine Rothirschpopulation wirklich völlig, ich sag mal, ohne Regeln bejagen würde. Also es kann und wird unter Umständen zu lokalen Extinktionen, also zu Ausrottungen, dann kommen. Und man tut dem Wild ja überhaupt keinen Gefallen. Wenn ich einfach blindlings letzten Endes drauf losschießen würde, und das wird sich ja irgendwann auch dann so etablieren, auch wenn die jetzt aktiven Jäger natürlich in ihrem System bleiben würden, wenn ich diese Kenntnis, warum man ja auch bestimmte Abschüsse tätigt, dann einfach rauslöscht, und das wird ja die Folge davon sein, wenn man es nicht mehr braucht, wird sich auch niemand mehr damit befassen. Das Thema Muttertierschutz ist eine Sache da drin. Das zweite Thema ist, schauen wir uns doch mal, jetzt nehmen wir den Menschen mal aus einem System heraus und dann gucken wir mal, was würden denn Wölfe und Bären und was auch immer in anderen Regionen dieser Erde, anderes Großraubwild, was würden die denn an Rotwild fressen? Die Kälber als allererstes. Die unerfahrenen Stücke, die noch relativ jung sind. Aber die würden mit Sicherheit keinen mittelalten Hirsch angehen, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Die würden noch nicht mal eine erfahrene Hirschdame angehen, weil es unter Umständen viel zu gefährlich ist. Denn ist ein Wolf einmal verletzt, stirbt er. Diese Grundüberlegung aus der Evolution, die steht ja allem vorne an. Deswegen sehe ich gar nicht den Diskussionsbedarf, einen ernsthaften Abschussplan aufzustellen, der genau das diskutiert. Und wenn ich über Reduktion spreche, natürlich muss ich in der Jugendklasse eingreifen, und zwar am vehementesten. Und es ist biologisch sinnvoll, gerade bei sozial lebenden Tieren ist es noch viel sinnvoller und wichtiger, dass ich die Sozialstrukturen aufrechterhalte, denn ansonsten habe ich Tierleid dreimal vorprogrammiert. Und ich reduziere nicht. Ich verlagere Wild, ich habe nur noch schreckhaftes Wild. Dann müssen wir in der nächsten Konsequenz dann Nachtsichtgeräte für alles Wild zulegen und zulassen, um überhaupt noch Erfolge haben zu können. Weil das Wild wird so verschreckt und so. Solche, das wird ja auch, die werden ja Mechanismen entwickeln in diesem Wildwuchs, dass sie uns möglichst nicht mehr auf den Leim gehen. Und wenn ich das nicht durch ein vernünftiges Management, zeitlich Management plus welche Tiere werden erlegt, Management, wenn ich das streiche, dann wird das sicher kontraproduktiv sein für alles. Und es ist unnatürlich. Hat nichts mit wildbiologischem Wissen zu tun, wenn ich einfach einen Abschussplan streiche und dann jeden letzten Endes abschießen lasse, was ihm gerade passt. Okay, vielen Dank. Da ist noch ein Herr gekommen, eine Frage oder ein Statement zu stellen. Ja, danke. Frank Michelchen, Vorsitzender der Jagdgenossenschaft und Landwirt unten im Unterspreewald. Ich habe mal, Sie hatten vorhin diese, als erste Folie gleich diese Karte mit den Bodenarten in Brandenburg.
Und ich fand das, ich frage mich immer wieder, ich höre jetzt immer, dass der Waldumbau in Richtung Laubholz gehen soll, Eichen, Buchen und die Kiefern sollen weniger werden. Also ich merke es bei mir in der Region, ich bearbeite so Böden, die irgendwo was zwischen 18 und 25 Bodenwert zerlegen als Ackerboden. Da weiß ich, da brauche ich keinen Weizen anbauen, da geht nur Winterroggen. Und ich brauche im Frühjahr jetzt da nicht versuchen, eine Grasansaat drauf zu bringen, weil die vertrocknet mir schon seit 20 Jahren, weil ich weiß, dass es im Frühjahr nicht regnet. Jetzt frage ich mich, wir haben in den Wäldern, also bei mir in der Region zumindest, sind es die letzten Sanddünen, die man sich so vorstellen kann, mit Bodenwertzahlen, weiß ich nicht, 12, 14. Grundwasserfern, sauer. Ich frage mich immer, was soll denn da weiter wachsen aus einer Kiefer? Also ich könnte mir noch vorstellen, dass man vielleicht noch eine Robinie als Pionierpflanze da etablieren könnte. Aber ich verstehe immer nicht, wie man da ein Ziel setzen kann, dass da auf den Böden jetzt Eichen und Buchen wachsen sollen. Es erschließt sich mir nicht. Also als Landwirt würde ich sowas nicht probieren auf meinem Acker, weil ich weiß, dass es rausgeschmissenes Geld ist. Da hätte ich gerne mal von Ihnen irgendwie eine Einschätzung zu, wenn das möglich ist. Danke. Das ist ja, den Punkt hatte ich ja ganz am Anfang, also insbesondere in diesen sandigen Keilen, da ist ja die natürliche Vegetation ein Kiefernwald. Das steht so, das haben ganz viele vor Ihnen schon geschrieben, Herr Lessner, auch wenn Sie es jetzt besser wissen. Aber es steht ja in den klassischen Lehrbüchern, sowohl der Pflanzensoziologie, der Biogeografie, der Pflanzengeografie, ist das alles ja nachzulesen, was dort prioritär einfach sich durchsetzen wird. Dass da auch mal andere Pflänzchen wachsen, ja, aber sie werden sich nicht durchsetzen, weil es dort Pflanzen gibt und deswegen haben sich die Waldgesellschaften ja unter natürlichen Bedingungen auch so rausgebildet, weil es dominante Arten geben wird. Und die Buche ist auf vielen Standorten zu 85% die Baumart, die in Mitteleuropa dominiert. Deswegen leben wir in dieser Region. Und das können Sie nicht einfach über den Haufen werfen wollen und sagen, das stimmt nicht. Es hat sich so durchgesetzt, weil es ein natürlicher Ausleseprozess ist, der mit ganz vielen Faktoren natürlich zusammenhängt. Und auf diesen Sandböden wage ich sehr zu bezweifeln, dass Sie hineinbringen, ob mit oder ohne Wild, dass Ihnen später die Taschen füllt, als Waldbesitzer. Sie müssen sich schlichtweg an die Natur halten und die werden Sie mit Ihrem Jagdgesetz nicht aufhalten oder aufbrechen. Hier vorne ist noch ein Fragender. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Laudin. Ich bin unter anderem auch Mitglied im Präsidium des Landesjagdverbandes Brandenburg. Zunächst mal möchte ich mich ganz herzlich für Ihren Vortrag bedanken, der doch sehr erhellend ist. Und bisher ist es mir schwer gefallen, da sich ja alle hier einer Meinung sind, mehr oder weniger, eine Frage zu formulieren. Allerdings ist jetzt vielleicht auch keine Frage, sondern gegebenenfalls der Wunsch nach einer Empfehlung. Und zwar geht es mir um das Thema, Sie haben Beutegreifer genannt und ich betrachte ja immer das Gesamtbiotop, das fängt irgendwie beim Regenwurm an und hört irgendwie vielleicht auch beim größten Prädator auf. Ich verfolge aber seit ungefähr 35 Jahren die Jagdpolitik, die teilweise aus der EU gesteuert wird, von Menschen, die offensichtlich in der Praxis auch wenig Erfahrung haben. Und jetzt konkret die Frage, können Sie eine Empfehlung abgeben, wie man mit den Beutegreifern umgehen soll? Im Zusammenhang mit dem Schutz anderer Arten? Auf jeden Fall. Es gibt Beutegreifer und Beutegreifer. Ich würde jetzt die generalistischen Beutegreifer, also vom Fuchs angefangen runter bis zur Wanderratte ja letzten Endes, die sollten unter strenger Berücksichtigung des Muttertierschutzes natürlich intensiv bejagt werden, genauso wie ein Waldbauer seine Bäume schützen möchte und deswegen ja auch das Schalenwild berechtigterweise ja auch bejagt. So, genau so und genau so intensiv müssten letzten Endes auch die Beutegreifer bejagt werden, die Generalisten. Wenn ich einen gewissen Effekt, den werde ich ja nie auslöschen, ist der Fuchs wird immer einen Kiebitzküken fressen, wenn er oder einen Junghasen erbeuten, das soll er ja auch,
Diese Verluste sind ja einkalkuliert, aber durch unsere Kulturlandschaft haben wir bestimmte Arten dermaßen ja gefördert, dass wir hier die Jagd nicht reduzieren, sondern intensivieren sollten. Und wir bräuchten sogar nur in das deutsche Jagdrecht oder in die Landesjagdgesetze die Möglichkeiten einzubeziehen, die wir laut Europarecht nämlich haben. Da käme nämlich dazu die Totschlagfalle, da kommt die Schlinge dazu, da kommen Dinge dazu, die werden immer nur erzählt, dass es wegen Europarecht nicht möglich ist. Da ist es auch erlaubt, nach Europa mit dem unversehrten Lockvogel Rabenkrähen zu fangen. Man muss es nur wissen und lesen und dann in ein Jagdgesetz integrieren und dann hoffen, dass viele Jäger Gebrauch davon machen, insbesondere in den Niederwild- und Vogelschutzgebieten, um nämlich nachhaltig die Tiere dort zu erhalten. Und das ist nämlich die nächste Sache, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Und Niederwildjagd ist unglaublich viel Arbeit und Niederwildschutz und Artenschutz ist viel Arbeit. Und den kann ich nicht nur mit Landkauf lösen, sondern da muss ich ernsthaft auch an die Prädatoren ran und das mit ordentlicher Intensität und unter Nutzung aller Möglichkeiten. Vielleicht noch mal einmal konkret nachgefragt. Mir geht es vor allen Dingen auch um die Prädatoren, die sich in der Luft bewegen im Wesentlichen. Also das ist natürlich ja eine... Ähnliches. Also wenn wir in Richtung Adler möchte ich nicht diskutieren. Ne? Das wäre ja auch ein Prädator aus der Luft. Aber wenn wir in Richtung Rabenkrähen gehen, natürlich kann und sollte man die entnehmen. Man sieht ja auch die Kolkrabenentwicklung, wie massiv das angestiegen ist. Auch dort könnte man Regeln finden, dass man hier den Druck auf bestimmte Arten reduziert. Und das wäre zumindest bei der Rabenkrähe und bei anderen Rabenvögeln ja auch durchaus legitim, auch europarechtlich völlig unproblematisch zu integrieren. Okay, lieber Hoffmann, nochmal ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, damit kommen wir zum letzten Fachvortrag des Fachsymposiums. Wir kommen zu Frank Schneider und wechseln damit so ein bisschen den Lebensraum, gehen jetzt aus dem Wald in die Offenlandschaft, in die landwirtschaftlich geprägten Lebensräume. Frank Schneider ist Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Heinersbrück, ich glaube in Richtung Cottbus ungefähr, wenn mir Google das richtig ausgespuckt hat, wo sie herkommen. Er ist eben Vertreter der Landwirtschaft heute und wir haben es heute ja auch schon gehört, dass natürlich, auch wenn das der Referentenentwurf des Landesjagdgesetzes sehr stark fokussiert auf den Wald, viele Regelungen auch die Jagd in den Offenlandlebensräumen betreffen wird und da hoffen wir von Ihnen auch ein paar Einschätzungen. Herr Schneider. Den brauchen Sie, glaube ich, nicht, ne? Eins, ja. Werte anwesende Gäste, werte Waldgenossen vor allen Dingen, sehr geehrter Herr Wettershoff, sehr geehrter Herr Dr. Carsten Lessner, der Wolfgang Reuk ist gerade losgegangen, schade, aber ich sehe auch unseren Landesbauernpräsidenten, den Herrn Rick Wendorf hier, allen herzlich willkommen und ich bin froh und freue mich, dass ich diesen Part hier übernehmen kann. Ich habe ja drei Vorredner gehabt, die also vor wissenschaftlichen Titeln nur so strotzen. Ich habe nur den Titel eines Diplom-Ingenieurs, aber dem tut es nichts zur Sache. Ich bin halt der Praktiker und deswegen habe ich ja auch heute keine Präsentation für Sie vorbereitet. Wir sind also auch auf den Feldern zugange und haben viel zu tun. Aber ich denke, ich kann Ihnen den einen oder anderen Gedanken, den ich rüberbringen wollte, auch hier noch rüberbringen bzw. es hier vermitteln. Ein besonderer Dank noch an Herrn Professor Herzog aus Dresden, der also die Landwirtschaft schon in seinem Statement und seinem Beitrag hier explizit hervorgerufen hat. Und da habe ich mich gefreut und ich denke, das werde ich vielleicht auch jetzt noch an der einen oder anderen Stelle vertiefen können. Zu meiner Kurzvorstellung, mein Name ist Frank Schneider, ich bin also Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft in Heinersbrück, die sich im Landkreis Spree-Neiße befindet. Wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb mit ca. 1000 Hektar. Ich werde dazu nachher noch mal etwas sagen. Ich bin weiterhin Vorsitzender des Kreisbauernverbandes in Spree-Neiße und Präsidiumsmitglied im Landesbauernverband. Und da wir in einer Region leben, die also vom Braunkohlenbergbau und Tagebauen stark gekennzeichnet und markiert und auch
ich sag mal, auch dem geschuldet ist, bin ich seit über 20 Jahren auch Mitglied im Braunkornausschuss des Landes Brandenburg. Natürlich, ich bin heute in Zivilkleidung hier, habe kurz überlegt, seit 1978 bin ich Jäger, also habe auch zu DDR-Zeiten einen Jagdschein gemacht, kann also auch mitreden. Mir zugute kommt, dass ich als Betriebsleiter 10% der Beflächen mit bewirtschafte, die unsere Jagdgenossenschaft in ihrem Eigentum und in ihrer Verwaltung hat. Das heißt also, da kann ich mitreden und dem geschuldet wurde ich, ich wollte das nicht, das musste ich auch meiner Frau erst wirklich Wochen später beichten, Vorsitzender der Jagdgenossenschaft in Hennersbrück. Und wenn ich jetzt heute die Risiken höre, die sich ergeben würden, wenn wir das so durchziehen hier, dann wird mir ganz schön schwummrig. Aber ich habe ja auch gute Botschaften hier vernommen und das freut mich natürlich außerordentlich. Sie merken, an verschiedenen Punkten sind wir als Landwirte mit der Jagd verbunden. Und das ist gut so und das soll auch weiterhin so bleiben. Deshalb hat unser Berufsstand eine ganz klare Position zu dem vorgelegten Gesetzentwurf, den wir natürlich rundum ablehnen, ganz klar. Es gibt von Forum Natur unter der Obhut von Forum Natur einen gut erarbeiteten Vorschlag eines neuen Gesetzes oder einer neuen, überarbeiteten Fassung dieses Gesetzes, an der haben alle Landbesitzer in Brandenburg teilgenommen oder haben sich dort eingebracht. Und ich hatte das Glück und auch die Ehre, mit Herrn Jürgen Hammerschmidt den Landesbauernverband dort zu vertreten. Und wir haben uns also dort, versucht, unsere Meinung zu bilden und haben uns auch unsere Meinung dort erarbeitet und eingebracht. Dieser Vorschlag liegt vor und sollte auch in der jetzigen weiteren Diskussion umfassend mit berücksichtigt werden. Ich danke natürlich an dieser Stelle erstmal auch den Abgeordneten in Brandenburg, der SPD und der CDU, die also jetzt hier schon, sich ganz, ganz klar gegen dieses Gesetz positioniert haben und damit auch für uns ihre, Partei ergriffen haben und auch richtige Stellung bezogen haben. Und ich denke, das wird auch weiterhin so bleiben. Der von Minister Vogel vorgelegte Entwurf war ein Affront gegen die Jagdgenossenschaften, der war ein Generalangriff gegen die Jagdgenossenschaften. Und Sie können sich glauben, ich als Landwirt, wir haben und hängen damit zusammen, dass die Jagd wirklich ordnungsgemäß sachgerecht durchgeführt wird, dass wir also, darauf angewiesen sind, dass unsere Jäger unsere Flächen mitbeschützen bzw. mit dazu beitragen, dass wir also wenigstens auch vom Wildschaden nicht so sehr gebeutelt sind, denn wir haben ja andere Probleme, Eingriffe, wenn ich ans Klima denke. Und da sollen wir wenigstens das, was einigermaßen beherrschbar ist oder wo wir Einfluss nehmen können, sprich halt auch die Jagd, dort auch sachgerecht durchführen. Und wir haben als Landwirte immer ein gutes Verhältnis zur Jagd. Wir organisieren, Schneisen, wir stellen Futter zur Verfügung. Kürrung ist ja vielleicht nicht mehr erlaubt, aber die wird wohl doch bleiben. Und natürlich, wir haben andere Möglichkeiten. Wir bringen uns in die einzelnen, bestehenden Möglichkeiten ein, in die bei den Kreisen ansässigen Jagdbeiräte. Wir sind also dort seit Jahren Beisitzer, werden gehört und wir werden auch immer wieder gefragt und wir sind auch bei Wildschadensschätzungen beziehungsweise wenn irgendwo Jagden organisiert werden, immer dabei und helfen, wenn wir gefragt sind. Natürlich alles ehrenamtlich, freiwillig, immer im Verbund auch mit den Jagdgenossenschaften und ich glaube auch, wenn ein Risiko bestehen würde, dass Jagdgenossenschaften Haftungen übernehmen müssen für zurückgegangene Flächen und dergleichen, dann würde also auch die Bereitschaft, sich dort einzubringen, mitzuarbeiten, sich verringern und dann auch dem darunter leiden, ne? Ganz klar. Deswegen nochmal, unser Berufsstand ist also gegen dieses Gesetz und der wendet sich also auch voll davon ab. Mal kurz nochmal zwei, drei Gedanken zu unserem Betrieb, aus dem ich komme, damit Sie das nochmal kennen. Wie gesagt, wir sind im Spree-Neiße-Kreis ansässig, wir bewirtschaften ca. 1000 Hektar LN-Fläche, davon 880 Hektar Acker, 120 Hektar Grünland und von diesen 1000 Hektar sind allerdings auch 300 Hektar Kippenflächen, also rekultivierte Flächen aus dem einzelnen Tagebauen. Bei den 1000 Hektar Fläche, die wir bewirtschaften, haben wir unseren Agrarantrag haben wir gestern abgegeben, haben wir 140 Ackerschläge dort aufgezählt, beziehungsweise Parzellen, 140. Das heißt, wir haben eine durchschnittliche Größe, eine Schlaggröße von 7 Hektar. Bei 7 Hektar Schlaggröße und einer theoretisch möglichen Eigenjagdgröße von 10 Hektar könnte man jeden Ackerschlag bei uns locker überschießen, ne? Ohne
Rücksicht auf Verluste und ohne dessen, was da auf diesem einzelnen Schlag dann auch passiert. Ich denke, dass die Frage der Sicherheit und der Gefährdung der Umgegend und auch der, ich sag mal, aller anderen schützenswerten Güter in diesem Gesetzentwurf und auch in der Befassung mit dem Gesetzentwurf noch gar nicht so richtig beleuchtet ist. Denn ich habe gelernt, auch als Jäger, wenn ich einen Schuss abgeben möchte, bevor ich den Finger krumm mache, guck, ob du genug Kugelfang hast, gefährdest du dein Hinterland, und das ist bei 10 Hektar Jagdgröße nun überhaupt nicht mehr zu machen. Und bei Büchsengeschossen mit Flugweiten von mehreren tausend Metern heißt das, dass also ein Ackerschlag von 10 Hektar, ich sag mal, 10-mal oder mehr überschossen werden kann, bis eine Kugel irgendwo, ich sag mal, ihr Ziel findet, beziehungsweise irgendwo Deckung. Und bei uns in einer ausgeräumten Landschaft, wir haben also durch den Tagebau, wir haben wenig Wald, wir haben auch eben das Gelände, also kann man sich nur Horrorszenarien vorstellen. Das ist also gar nicht möglich. Das andere Extrem wäre, wenn wir haben auch 50 Hektar Schläge oder auch 60 Hektar Schlag, da sind dann 5 oder 10 Jagdeigene auf der gleichen Fläche. Naja, das wird auch ein Bild. Da, wie das so gehen würde, kann man sich nicht vorstellen. Ne? Aber theoretisch, wir haben ja auch Bilder von gesehen und auch Karten, alles machbar und alles denkbar. Wenn ich hier stehe, habe ich mir so gedacht, naja, wirst du auch zumindest als Landwirt, und das denke ich und ist angebracht und wichtig, auch ein paar Gedanken äußern zu Sachen und Gedanken und Problemen, Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, wo wir auch mit der Jägerschaft extremste Berührungspunkte haben. Und Sie können sich vorstellen, Spree-Neiße-Kreis, und das sage ich gleich mal, am 8.9.2020 werden den ersten Schweinepestfall. Die ist ja nun mittlerweile auch sehr, sehr viel beleuchtet und auch wurde auch heute schon einiges dazu gesagt. Und wir haben als Landwirte vom ersten Tage an natürlich immer in Abstimmung mit den Behörden, mit dem Berufsstand und mit allen anderen Betroffenen, mit der Jägerschaft vor allen Dingen auch natürlich, ganz klar, uns eingebracht in den Schutz, in alle Maßnahmen, die dann also von Landesseite beziehungsweise auch von unserer Behörde im Spree-Neiße-Kreis, insbesondere vom Veterinäramt, dort auch angegangen und inszeniert und auch praktisch durchgesetzt wurden. Natürlich haben wir auch festgestellt und haben das auch selbst kritisiert, dass am Anfang vieles holprig und nicht so gut lief. Der Siegfried Wellershoff hat ja das auch damals auch relativ klar kritisiert und hat das auch aufgegriffen. Und ich denke, dass alle Maßnahmen und Möglichkeiten, die wir genutzt haben, auch dazu geführt haben, dass sich alle Beteiligten dann mehr oder weniger doch regelmäßig und gut zu diesem Thema finden. Und ich denke, dass wir jetzt nach knapp 2 Jahren zumindest sagen können, dass also die Ausbreitung der Schweinepest oder auch dieses extreme Fortschreiten, zumindest im Spree-Neiße-Kreis und ich denke auch in den restlichen Kreisen in Brandenburg, doch so einigermaßen, naja, das Wort gestoppt würde ich vielleicht noch nicht verwenden, aber doch sehr, sehr abgebremst ist. Dem tragen natürlich, ja, das stimmt, bei uns sind sehr, sehr viele Zäune gebaut worden. Ja, das ist so. Aber ohne diese Zäune geht einfach nichts. Und wenn wir daran denken, dass wir unsere Hausschweinbestände schützen wollen und müssen, dann kommen wir an diesen Zäunen nicht vorbei. Das heißt, es musste also erstmal ein Zaun gebaut werden entlang der Oder-Neiße. Das heißt, die Abgrenzung nach Osten, die wir eigentlich gar nicht wollen, aber die muss sein. Und jetzt wird und wurde ein zweiter Zaun gebaut, ein fast paralleler, natürlich immer der Landschaft folgend. Das kann also deswegen kein paralleler sein, aber ein zweiter Zaun, der eine neue weiße Linie, einen weißen Korridor praktisch begründen soll. Das heißt, dort in diesem Korridor sollen sich dann über kurz oder lang wenig, fast keine Wildschweine mehr befinden oder aufhalten können. Hintergrund ist eben folgender, dass also dieser Korridor sein muss, um irgendwann in mehreren Jahren Deutschland wieder Wildschwein und Schweinepest frei zu erklären und damit auch die letzten Handelsrestriktionen wegzunehmen. Denn letztendlich ist ja so, dass die Schweinepest-Situation insgesamt, die also aufgetreten ist, bei uns im Berufsstand doch, ich sag mal, das können Sie sich vorstellen, wir haben sie auch gelesen und gehört und sind auch sicher vielleicht auch andere Landwirte hier im Raum, extremste Auswirkungen hatte. Also ich meine, es ist klar, dass der Schweinepreisverfall nicht ursächlich nur mit der Schweinepest zusammenhing, aber auch sehr, sehr stark doch auf jeden Fall damit konfrontiert wurde. Und die Handelspraktiken und die Schlachtungsmöglichkeiten der Tönnies-Gruppe haben ja dazu geführt, dass also er das Monopol hatte und am Ende fast die einzelnen Landwirte bei uns am,
fast am Haken verhungerten, weil die Schweine nicht geschlachtet wurden, weil die Schweine übergroß wurden, weil also Mastschweine wie Sauen bezahlt wurden und am Ende noch nicht mehr so viel erlösten wie Sauen, wie eine Sau, wenn sie geschlachtet wird. Das hat dazu geführt, dass Betriebe aufgegeben haben teilweise oder Bestände zurückgeführt haben, ganz, ganz massiv. Und am Ende, und das ist das Tragische an der Geschichte, dass also auch dort Wertschöpfung verloren gegangen ist. Wertschöpfung, wir machen hier Landwirtschaft, also Wirtschaft, wir wirtschaften auf den Dörfern, in den Ställen oder auf unseren Flächen. Das ist unser Gut und sind unsere Möglichkeiten. Wir können also nicht irgendwo mit der Fläche woanders hinziehen oder mit dem Stall. Wir sind dort ansässig, wo wir halt gerade sind und müssen uns darum kümmern. Was uns Sorgen bereitet, wir haben es vorhin auf einer Karte kurz gesehen, dieser eine Kern der Fälle der Schweinepest, ist, dass also die Schweinepest sich auch in Sachsen ausgebreitet hat. Sie ist also über die A13 und über die A4 hinausgegangen. Das ist also sehr beängstigend. Man hat in Sachsen eine ganz andere Philosophie verfolgt oder verfolgt sie wie in Brandenburg. Ob sie richtig ist, und das sei dahingestellt, kann man noch nicht beurteilen, das können wir auch nicht beurteilen. Aber es wird deswegen, wir wurden auch Zäune gebaut praktisch in verschiedenen Landkreisen, um auch das Land Brandenburg zu Sachsen abzugrenzen. Ja? Aber einfach dem geschuldet, dass wir uns selbst schützen müssen. Und was bei uns natürlich auch eine Rolle spielte, ist natürlich die unmittelbare Nähe zu Polen. In Polen hat man ja, wir haben es auch vorhin an der Karte gesehen, eine ganz, ganz andere Strategie verfolgt. Man hat am Anfang versucht, die ersten auftretenden Fälle einzuzäunen. Das hat man aber ganz schnell sein lassen. Man hat dann im Laufe der Zeit letztendlich nur noch Schweinebestände, also Hausschweinbestände, massiv geschützt, also dann richtig rigoros und hat allen, ich sag mal, die Sache, die jetzt also unter den Schwarzwildbeständen dann grassiert ist, dann einfach so laufen lassen und wie sich das entwickelt hat. Ja. Die Kommunikation mit Polen war sehr schwierig und zwischenzeitlich aber haben unsere Behörden und unsere verantwortlichen Leute doch, ich sag mal, da ganz schön zugelernt und da stehen auch im Austausch, zumindest was, ich sag mal, dieses Thema Schweinepest betrifft. Ein anderes Thema, was ich mal anreißen möchte hier, wir Landwirte sind eng bei den Jägern oder wir sind ja auch viel, wie ich gesagt habe, schon selbst Jäger, ist zum Beispiel das Thema Kitzrettung. Ja. Spielt in den Medien immer eine große Rolle. Es gab ja auch Fälle, wo teilweise vielleicht auch berechtigt ein Bauer auch mal angezeigt wurde, ein Landwirt, weil er dort, ich sag mal, sehr unvorsichtig gehandelt hat oder sehr rigoros vorgegangen ist. Und da hat sich also jetzt auch bei uns in der Gegend seit den letzten 2 Jahren eine richtig schöne Philosophie entwickelt. Also ein richtiger, fast ein kleiner Boom, der jetzt so passiert. Sie wissen, viele sind mit Drohnen jetzt ausgestattet oder andere Möglichkeiten. Und wir suchen wirklich systematisch ab und wir haben da gute Erfolge. Und es wird auch im Umfeld, auch jetzt in der Bevölkerung sehr, sehr honoriert und anerkannt, dass wir uns dieser Sache widmen. Und ich denke, im Zusammenhang mit in Zusammenarbeit mit der Jägerschaft haben wir da, ich sag mal, wirklich was erreicht. Und das denke, das wird also auf jeden Fall auch weitergeführt werden. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, schon Technik auszustatten mit Sensortechniken, also Sensormöglichkeiten. Auch das ist eine Variante, die ist natürlich dann, ich sag mal, ein bisschen, wenn man sich auf die Technik verlassen muss, ein bisschen schwierig, aber ich sag mal, auch das ist machbar. Ich hatte vorhin schon mal ganz kurz angerissen, das Thema Bejagung, Schneisen und Mais. Muss aber sagen, das will ich kurz noch mal anreißen, das nimmt zu und das gibt auch neue Strategien. Die ersten Versuche, die wir hatten, wenn wir Schneisen lassen, klassisch ist ja, dass irgendwann der Mais geschnitten wird, der grüne Mais. Das Problem ist, dass in normalen, in hochmodernen Milchviehbeständen mit diesem grünen Mais niemand was anfangen kann, wenn der geerntet werden muss. Also der ist eigentlich für Hochleistungsmilchkühe untauglich, verdirbt, schwieriger Fall. Praktischer ist es natürlich, Schneisen oder auch Randzonen freizulassen, dort attraktive Kulturen anzubauen, sei es Hafer, sei es auch Luzerne oder dergleichen, oder eine Mischkultur als Düngung, das geht auch. Und diese von Anfang an zu bestellen, das heißt, gar keinen Mais dorthin zu legen, das ist also, wird jetzt, ich sag mal, zunehmend in Absprache mit der Jägerschaft, abhängig von Einständen und auch von Ansatzmöglichkeiten gewählt. Und das empfehlen wir auch unseren Kollegen immer wieder und das wird, wie gesagt, da sind wir auf dem Weg.
Wir hatten den Fall gehabt, mehrere Fälle, dass Betriebe das gut gemeint haben, haben von sich aus den Jägern einiges angeboten, also für mehreren Jahren. Und am Ende, ich kenne einen Nachbarbetrieb, der musste das mit 15.000 Euro Strafe bezahlen, weil er aufgrund dieser nicht angemeldeten Schläge, Schneisen, praktisch Zerschneidungen hergestellt hat. Die waren nicht eingetragen im Register und im Kataster. Und er hat also praktisch dort Sanktionen auf sich nehmen müssen. Also es ist tatsächlich so passiert. Das ist natürlich jetzt etwas einfacher. Im EU-Recht wird das ermöglicht, dass wir das können. Wir sind dabei, auch und das spielt jetzt schon eine Rolle und ich kann das aus der Praxis bestätigen, Blühstreifen anzulegen oder auch kleine Flächen als Zurückzugsflächen für Niederwild oder auch für Insekten herzustellen, verschiedene Blühmischungen. Natürlich, als das eingeführt wurde in Brandenburg, wurde uns vorgeschrieben, wie viel wir, ich sag mal, welche Mischung wir anlegen müssen. Das ist, waren Preise, da haben sich dann, ich sag mal, die Hersteller dieser Samen, dieser Sorten, dann, ich sag mal, eine goldene Nase verdient. Das war aber nicht im Sinne des Erfinders. Bei Saatgutpreisen von mehreren hundert Euro pro Kilo, sag ich mal, ist das irrelevant. Praktischer ist, dass die Betriebe auch dazu übergehen, selbst was anzubauen, sei es Fasselia, sei es Senfsorten. Wir im Betrieb machen das auch. Und sich dann eigene Saatgutbestände schaffen, eigene Mischung herstellen. Das kann man ja alles machen mit Kleesorten. Man kann Sonnenblumen, man kann Raps einmischen, also verschiedene Sachen, auch Markstammkohl. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und dann letztendlich, und das haben wir auch schon gemerkt, dass in unserer Gegend, also ich denke, der Hasenbesatz steigt. Wir haben nachweislich auch wieder Rebhühner, die wir regelmäßiger beobachten. Und ich denke, diese Kleinflächigkeit, die wir da, ich sag mal, umsetzen und praktizieren, das sind Sachen, die uns dann, ich sag mal, auch weiterhelfen. Und wir versuchen als Betriebe auch andere Sachen zu nutzen. Wir haben hin und wieder Anfragen nach Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen, wo also Großinvestoren, die jetzt ein Projekt entwickelt haben, eine Fläche suchen, die irgendwo einen Streifen suchen, weil sie ein Feldgehölz anlegen, weil sie abwechseln zwischen Feldgehölz und Ansaatmischungen, ich sag mal, Flächen brauchen zum Ansehen. Denn wir haben ja auch gelernt, dass manche Insektenarten und ganz wichtige Insektenarten oder Schmetterlinge ganz bestimmt nur eine einzige Saatgut, also eine Pflanze brauchen oder einen Wirt. Und dem müssen wir natürlich dann auch Rechnung tragen. Wir lassen uns da gern belehren oder auch dann entsprechend die Vorschläge unterbreiten, denen wir uns dann auch stellen. Na klar. Wenn ich als Landwirt hier rede, dann sollte ich, und das möchte ich auf jeden Fall, auch ein paar Gedanken zum Thema Wolf und zum Biber verlieren. Und das möchte ich, ich bin es auch unseren Kollegen geschuldet. Der Herr Michelchen hat ja vorhin schon gesprochen, er hat allerdings nicht direkt zum Wolf gesprochen, aber er ist ja einer der Experten, der sich da gut auskennt in seiner Weidewirtschaft. Und ich denke schon, dass es irgendwann an der Zeit sein sollte, dass man den Wolf in das Jagdrecht aufnehmen muss. Wir merken ja, in Niedersachsen ist es jetzt soweit. Und es ist ja nicht mehr zu vermitteln, warum wir Landwirte oder Schafhalter oder Privathalter oder Privatlandwirte, ich sag mal, mit ihren Verlusten, die vielleicht dann zwar auch teilweise bezahlt werden, aber warum wir, ich sag mal, für das Futter der großen Wolfpopulation sorgen müssen, das sehe ich gar nicht ein. Ne? Und ich will gar nicht darüber reden, dass wir in unserer Jagdgenossenschaft fast kein Reh mehr schießen. Wir haben mit 50 Rehen angefangen, jetzt sind wir noch bei 5. Schießen also vielleicht noch jeder ein Reh, wenn überhaupt. Und Muffelbestände gibt es ja im Spree-Neiße-Kreis ja schon eh nicht mehr. Wie gesagt, also der Wolf sollte dann irgendwann ins Jagdrecht aufgenommen werden. Das kann man nicht mehr vermitteln. Die Weidewirtschaft geht zurück und wir müssen das nicht. Das gleiche Problem ist der Biber. Wir haben auch bei uns im Kreis Landwirte, die also intensiv mit dem Biber zu tun haben, wo Flächen überstaut werden, wo dann am Ende auch kein Ersatz für die verlustige Ernte geschieht. Wenn das ein Rinderbetrieb ist, der auf Rindermast spezialisiert ist, dann ist er auf Grünland und auf Weide angewiesen. Und wenn, ich sag mal, auch der Biber dort, ich sag mal, Überstauung macht, dann sollten wir schon dort auch sehen, dass wir da Lösungen finden. Und ich denke, ich kenne auch fast alle Gewässer bei uns im Umgegend, der ist sehr weit verbreitet und der flächendeckend schon vorkommt. Ich denke, da sollte doch die Hürde, die bürokratische Hürde, dass man Biberburgen beseitigen kann oder dann ja, beseitigt, nicht mehr so hoch sein. Und da sollten Möglichkeiten geschaffen werden,
die wir da nutzen. Und da sollten wir auch als Landesverband, als Bauernschaft und als Jägerschaft hier weiter zusammenarbeiten und enger zusammenrücken oder noch enger zusammenrücken. Ein weiteres Problem, was ich ansprechen möchte, sind Wildgänse. Über Wildgänse, wir haben über die Jahre auch bei uns auf den freien Flächen regelmäßig Gänse schießen dürfen, Blässgänse, Saatgänse, war kein Problem. Die sind ja sehr schnell lernfähig oder sehr intelligent, wir haben es vorhin auch gehört. Und wir haben damit auch einen guten, ich sag mal, guten Bestandsschutz machen können, weil sie nach mehreren, wenn man die beschossen hat, dann auch gelernt haben, dass es da gefährlich ist, ne? Aber ja, was jetzt passiert, dass wir also das hinnehmen müssen als Landwirte, dass also praktisch ja im Grunde fast, ich sage ja fast, nicht mehr auf die durchziehenden Gänse geschossen werden darf, das ist niemand mehr vermittelbar. Und ich denke, das ist so, ich sage mal, so einfach so durchgegangen. Wir haben ja davon auch gehört, über die Jagdzeitverordnungen, wie man das so regeln kann. Ich denke, dass wir hier auch eine kleine Baustelle haben oder eine Sache mit der Jägerschaft eröffnen sollten, um uns da einzubringen. Denn wir verstehen nicht, warum wir, ich sag mal, das dulden, tragen müssen. Verluste, Entschädigungen bekommen wir eh nicht. Und ich habe jetzt letztens ganz kurz gehört und gelesen, dass der Bund sich doch zunehmend mehr um die Tiere, vor allem um die Vögel kümmert, die also dort nisten, die also heimisch sind, Brüter sind. Und ich verstehe dann nicht, warum wir in Brandenburg uns mit den Tausenden, und die Bestände steigen hier, und immer mehr Tausenden durchziehenden Gänse hier, ich sag mal so, aufhalten und die hier schützen müssen. Also das ist sehr in Frage gestellt. Wir wollen einfach nur unsere Flächen schützen und dort etwas tun. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Kurz in meiner Art und Weise habe ich versucht, mal einige Gedanken der Landwirtschaft rüberzubringen. Es gäbe sicher noch sehr, sehr viel zu sagen. Vielleicht haben Sie auch noch die eine oder andere Frage, vielleicht auch nicht. Ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit und finde dieses Forum hier und auch die Inhalte eine sehr, sehr gute Sache. Und ich denke, ich werde das auch im Berufsstand und auch in den Kreisen, in denen ich so umgängig bin und dort zugange, auch so kommunizieren und auswerten. Dankeschön. Ja, Herr Schneider, auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Sie wissen das, wenn die keine Frage haben, habe ich eine. Aber erstmal an Sie, ans Publikum. Wer hat eine Frage? Wer traut sich ans Mikrofon? Ich sehe jemanden. Wenn Sie kurz Ihren Namen sagen würden und dann Ihre Frage stellen. Ja. Bin ich jetzt laut genug? Ich glaube. Ich bin vorhin mit meinen Worten zur Hegegemeinschaft ja gerade am Anfang gewesen, als der Abgang erfolgte. Und es tut mir richtig leid, weil ich dem Herrn Minister Vogel bezüglich der Worte oder der Bedeutung der Hegegemeinschaft mehrfach geschrieben habe und von ihm, und das ist bei Politikern nicht jeden Tag der Fall, auch Antwort bekommen habe. Ich habe ihm also nicht bloß bezüglich der Hegegemeinschaften geschrieben, sondern dann auch bezüglich dieses ominösen Entwurfes. Aber dieser Entwurf hatte ja eine Vorgeschichte. Schon März vergangenen Jahres wurde über das Ministerium ein Entwurf bzw. Gedanken von einem Herrn Matthias Graf von Schwerin verbreitet, und ich habe mich seinerzeit gefragt, wie kommt es denn, dass der Entwurf von einem ziemlich kleinen Verein über das Ministerium verbreitet wurde. Dann habe ich festgestellt, dass leitende Mitarbeiter dieses Ministeriums sich zu diesem Entwurf schon positioniert haben. Für mich, ich komme aus der Industrie, muss ich sagen, wäre das ein Grund für eine Abmahnung gewesen. Solche Gründe für Abmahnung hätte es natürlich gleich mehrere gegeben. Ich habe den Herrn Minister, der natürlich als Minister nicht all das wissen kann, was einer, der im Lande lebt und an vielen Stellen mit den Problemen des Landes vertraut ist, ich habe mich erboten, ihm viele Dinge eben plausibel zu machen.
und unter anderem mich auch über die Fragestellung, was sind das für Gesellschaftsjagden, geäußert. Gesellschaftsjagden, wo also viele einheimische Jäger, richtige Jäger und natürlich viele, und das sagte der Herr Minister, als er gerade rausging, Jagdscheininhaber. Und für mich ist da ein großer Unterschied. Entschuldigung, ich habe, glaube ich, gerade irgendwo hier einen Magen schon knurren gehört. Wenn Sie vielleicht Ihre Frage stellen würden oder Ihr Statement. Ja. Wenn Sie den. Also ich war an der Stelle, wie gesagt, noch nicht fertig. Für mich stand die Frage, wie kann jemand, das ist jetzt eine Frage, ja. Wie kann jemand ein Jäger sein, wenn er im Schnellverfahren einen Jagdschein erwirbt und mit diesem Jagdschein an einer Gesellschaftsjagd teilnimmt und dort beispielsweise schon in der Praxis, obwohl es ja erst im Gesetz irgendwie konzipiert war, Tiere totschießen kann. Mit Schnellfeuerwaffen, das heißt also mit Automatikwaffen, wo man vier Schuss in ganz kurzer Folge abgeben kann. Da würde ich vielleicht vorschlagen. Und meine Frage ist, kontrolliert denn niemand, wie die Strecke aussieht? Die Strecke, die dann zum Schluss in der Wildhalle hängt und wo man sieht, dass auf einem Stück, nicht wie sich beim ordentlichen Jäger gehört, ein Treffer ist, sondern vier und wo die Aufkäufer quasi dementsprechende Preise bezahlen. Okay, also an diese der Frage, Stelle, Sie haben, diese Frage sollte vielleicht... Sie haben keinen der Referenten, der, glaube ich, jetzt gezielt diese Frage beantworten könnte, denn die Referenten haben ja andere Referate gehalten. Also ich würde vorschlagen, Herr Lessner hat zwar kein offizielles Mandat, aber im Vier-Augen-Gespräch steht er Ihnen bestimmt zur Verfügung. Das wäre eine gute Variante. Und die andere Variante wäre in der Tat auch, dass Sie haben hier genug Ansprechpartner und vielleicht auch beim Landesjagdverband jemanden ansprechen oder vielleicht auch die Wildhändler fragen, wie denn die Jagdstrecke aussieht. Gut, wir kommen zu einer Sachfrage noch. Das ist eine Sachfrage. Wir haben vorhin gehört, dass sich die Parteien gegen dieses Gesetz gewandt haben, die großen Parteien. Und die politischen Entscheidungsträger, die heute hier sind, die müssten doch aufgrund des Vortrages von Herrn Dr. Hoffmann zu einer ganz anderen geistigen Haltung gekommen sein. Ich spreche jetzt diese grüne Ideologie an. Die müssten doch dann diese Fakten und Argumente, die Herr Dr. Hoffmann in seinem Vortrag gebracht hat, das müsste die doch zu einem Umdenken bewegt haben. Deshalb würde mich jetzt und vielleicht nur nicht mich, sondern auch die anderen Zuhörer und Teilnehmer hier daran interessiert sein, welche Erkenntnisse jetzt diese grünen Politiker mitnehmen aus dieser Veranstaltung. An der Stelle würde ich jetzt auch vorschlagen, dass ich glaube, der Velasov wird gleich vielleicht eine kleine Zusammenfassung aus seiner Sicht des Tages machen in einem Schlusswort. Und ich glaube, dass es angebracht ist, dass da vielleicht noch mal so ein paar Gedankenanstöße insgesamt in die Politik gehen. Ich glaube, es ist auch nicht der richtige Weg, jetzt eine Partei dafür verantwortlich zu machen, ausschließlich für diesen Entwurf, der vorliegt. Und ich wüsste jetzt allerdings auch nicht, ob hier überhaupt Landtagsabgeordnete anwesend sind, beziehungsweise ob sie denn Rede und Antwort stehen. Ist, glaube ich, an der Stelle jetzt auch nicht das richtige Forum. Okay. Also, ich stelle fest, es gab jetzt keine direkte Sachfrage in Richtung der Landwirtschaft. Ich hatte es angekündigt, ich habe aber natürlich eine. Nochmal das Thema Kirrung, und wir haben ja nun hier jemanden ausgewiesen, der auch wirklich schon fast, ja, man kann schon vielleicht sogar sagen, physisch davon betroffen ist, von dem ASP-Ausbruch in Brandenburg. Wie würden Sie das beurteilen, Herr Schneider, wenn es keine Kirrjagd mehr gäbe im Landkreis Spree-Neiße? Wie würde die Jagd aussehen und was würde passieren? Ja, also Jagd ohne Kirrjagd kann man sich nicht vorstellen, definitiv, ganz klar. Ich will mal ketzerisch ein Beispiel nennen. Wir kürren ja intensiv im Spree-Neiße-Kreis. Wir haben, ich sag mal, einfach 20 Saufänge. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel Mais in diesen Saufängen liegt. Ja? Um einfach die Schweine in die Saufänge zu locken. Und das ist ja mittlerweile auch ein intensives und ein geeignetes Mittel, um die Schweinebestände, Wildschweinbestände zu reduzieren, beziehungsweise die Jagdstrecke zu erhöhen. Ja? Aber ohne Kürrung im Fang geht das nicht. Da müsste man also den Fang dann auch gleich ausschließen. Natürlich ist ein Problem, die Kirrjagd ist bei uns eine Jagd, die also immer so ein bisschen saisonal passiert.
Ich habe es vorhin gesagt, wir sind also sehr landwirtschaftlich betont. Das heißt, ein Großteil unserer Jagd oder der Bejagung des Wildes passiert bei uns auf den Feldflächen in der Natur zu allen möglichen Zeiten. Und da ist also dann auch an der Kürrung nicht allzu viel, ich sag mal, wie wir sagen, so schön Betrieb oder los, ne? Das erübrigt sich dann teilweise, weil das Wild einfach in die Einstände zieht, wenn das Getreide hoch genug ist, wenn der Mais hoch ist oder zuerst natürlich der Raps, zuerst stehen sie im Raps. Ne? Deswegen ist das ein bisschen eingeschränkt, aber wir haben ja auch Jäger und im Spree-Neiße-Kreis, ich habe auch Jäger hier gesehen aus dem Spree-Neiße-Kreis, die werden es bestätigen, intensiv wird dort auch sachgerecht und auch vorbildlich gekürt, entsprechend mit Kürmaterial und so weiter. Also ohne Kürrung definitiv kann man echt vergessen, ganz klar. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, ich sehe zumindest niemanden, der nochmal aufgestanden ist, um eine weitere Frage zu stellen. Damit sind wir inhaltlich durch mit dem Fachsymposium des heutigen Tages zum Referentenentwurf für ein neues Landesjagdgesetz in Brandenburg. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, auch für Ihre Disziplin. Nicht nur, dass Sie so lange hier ausgehalten haben, sondern auch, dass Sie bei dem definitiv ja sehr, sehr emotionalen Thema auch, ich sag mal, Anstand und Haltung gewahrt haben und hier ein, ich glaube, gutes Symposium mit dazu beigetragen haben. Und dann gebe ich für ein Schlusswort ab an Dirk Henner-Wellershoff. Ich glaube, er lädt uns alle zum Mittagessen ein. Das ist dann auch noch eine gute Botschaft ganz zum Ende. Und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Dasein und wünsche Ihnen hier noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Ja, von meiner Seite ein herzliches Dankeschön, Andreas Kinser. Ein herzliches Dankeschön an die Referenten, die den erwarteten und erwünschten Input gebracht haben. Meine ganz große Hoffnung ist natürlich, dass das, was wir an Input heute geliefert haben, zu einem wirklich sensiblen Thema auch bei Dr. Lessner ankommt. Ich hatte gefragt, ob er mitschreibt, damit er ja nichts vergisst. Er sagt, er kann sich alles merken. Ich werde ihm gelegentlich auf die Sprünge helfen, wenn ihm was entfallen ist oder wenn er etwas ausblendet. Aber ich bin natürlich auch wirklich angetan von den Referenten und von den biologischen, wildbiologischen Zusammenhängen, die wir hier den Landtagsabgeordneten näher bringen konnten. Und es ist eine grüne Abgeordnete dabei, die Isabel Hickel und auch der neben mir sitzende Kollege Domris. Wir haben hier das Fachpersonal angesprochen, was über diese Gesetze nachher entscheiden soll und muss. Und ich bin ganz glücklich, dass wir diese Art der Veranstaltung gewählt haben, die ja deutschlandweit rausgetragen wird. Auch da kommt noch eine Abgeordnete. Also wir haben tatsächlich Abgeordnete hier, die wir erreichen konnten. Und da das Thema Bundesbedeutung bekommen wird, bin ich froh, dass Uwe Feiler uns heute begleitet hat. Und dass wir das richtig gemacht haben, merkt man daran, dass der Saal bis zum Ende voll und konzentriert zugehört hat. Das zeigt das Bedürfnis an Informationen zu Themen, wie wir sie heute aufgezeigt haben, ist da, bleibt da und wir werden das weiter verfolgen. Vielen Dank für die konzentrierte Ruhe, die hier geherrscht hat und die konzentrierte Aufmerksamkeit. Wir haben draußen jetzt nicht nur ein Mittagessen vorbereitet, zu 12.30 Uhr hier unten im Restaurant, also Treppe runter, um die Bühne rein, gibt es Mittagessen. Ich freue mich, Herr Dr. Lessner, wenn Sie uns auch zum Mittagessen noch begleiten. Sie haben auch tapfer durchgehalten. Wir alle wissen, wie es Ihnen aussieht, wenn man das dann so durchhält. Also auch da Hochachtung, gar keine Frage. Aber wir haben draußen natürlich auch unser Jägerfest vorbereitet. Insbesondere für die Abgeordneten, um zu zeigen, wie vielfältig Jagd in Brandenburg ist. Fängt an bei den Hunden, bei den Bläsern, die wir im Hintergrund gehört haben, bei den Greifvögeln, bei den Ausstattern, bei der Zubereitung von Wildbret. Diese ganzen Facetten bilden wir für Sie, für uns draußen ab. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich von Stand zu Stand durchzuarbeiten. Und für die Interessierten haben wir die Landestrophäenschau in der hinteren Halle aufbereitet, wo man dann auch sieht, was wir ernten. Und der Hegegedanke ist ja heute genannt worden und ist auch fachlich richtig hingerückt worden. Wir stellen hier die stärksten Trophäen aus. Wir schießen pro Jahr ungefähr 200.000 Stücken Schalenwild. Und nur die Spitze des Eisberges sind dann Trophäen, über die wir uns legitim freuen und uns eben auch die Trophäen der Nachbarn angucken. Dabei wünsche ich allen viel Vergnügen und hoffe, dass wir uns gleich um 12.30 Uhr zum Mittagessen wiedersehen. Danke.